Hallo und guten Abend. Abend. Hallo. 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 Du. Ich sehe neue Namen. Oder Und Elvira alte. Fischer war noch nie da? Ich habe mir dann immer die Aufzeichnungen angeschaut und habe das Gefühl, ich bin schon ewig dabei. Okay. Du kennst also, du weißt, Ich kenne die Dominik-Seite, ich kenne euren Song, ich kenne Double Face, ich bin mittendrin. sehr Und ich gut. dachte mir, ich komme jetzt tatsächlich mal dazu, um zu schauen, wie es live ist. Das Ich ist. genieße es so mit euch, ich lache mit euch und freue mich mit euch. Also live ist noch viel schöner. Ja, ich glaube es. Ganz bestimmt. Ich habe jetzt nur heute das Handy. Ja, erst heimkommen bin. Das nächste Mal sitzt sie dann am Computer, da ist es dann besser. Ich bin jetzt auch nicht am Stricken, sondern am Abendessen. Okay. Wer Hallo, schmatzt, muss den Ton Abend. ausschalten. Es ist klar. Weil sonst bekommen wir mal hier alle Hunger und das ist Schau nicht mal fair. da. Ah, okay. Da, Und und die da haben Gabriela. wir Da haben wir noch mal eine Ella. Bleib mal. eine. Okay. Gut. Und die Gabriela ist auch da. Ja, seht ihr mich? Nein. Nein. Du Ja, musst ich schauen. und Peter. Hallo. Hallo. Okay. Abend zusammen. Guten Abend. Hallo. Hallo. Hallo zusammen. Also, Gabriela, wenn du die Kamera anschalten möchtest, findest du unten in der Leiste oder oben, je nach Software, findest du so eine Kamera, vermutlich mit einem roten Kreuz. Und wenn du da draufklickst, schaltet sich die Kamera mit dazu. Okay. Gut. Ich Also, versuche. genau, einfach durchklicken, wenn du ne, wenn. Für alle Neuen, wenn es eine Frage gibt, einfach melden. Und ansonsten bin ich jetzt gerade mal schauen, haben wir sonst noch jemand Neues? Ja, ich. Die Sabrina, Ja. die sehen wir auch noch nicht. Nicht? Ist Ja, das ich komme gewollt? noch nicht klar. Ich komme noch nicht klar. Also auch da gilt, unten links oder oben gibt es eine Leiste. Ja. Mit dem Symbol entweder für Kamera und für Lautsprecher. Und da müsste bei dir ein roter Strich durch sein. Aha. Und wenn du da draufklickst, schaltet sich die Kamera mit dazu. Das ist das Schöne, wir berichten ja heute etwas ein bisschen vom Strickschiff. Und auch da haben ganz viele bestellt. Erzähl mal dich, Sabrina. Hallo. 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 Marion, machst du dich auch noch sichtbar? Oh, ja. Ich dachte, ich wäre sichtbar. Ich bin da. Nein, du bist noch unsichtbar. Ja. Hört Ich ihr dachte mich? jetzt, du magst noch nicht, du bist noch nicht bereit. Noch nicht durch die Doch. Maske oder so. Ja, Ich wir dachte, ich hören hätte dich. draufgeklickt, aber habe ich wohl nicht. Eine kurze Frage. Ich wollte das jetzt auf dem Laptop machen. Ich brauche ein Passcode. Auf dem Laptop. Du bist aber da bei uns und wir verstehen dich und wir Ja, sehen dich. ich mach das jetzt über Handy. Ach so. Bin ich jetzt da? Ja, Ja, du jetzt bist bist du ja, da. hallo. ein Passcode. Also du bist ja über diesen Link reingekommen, ne? Den wir da alle haben. Ja. Und was jetzt mit Passcode gemeint ist, bin ich überfragt. Hast du den Link auch auf dem Laptop angeklickt? Nee. Ja, das Ah, musst du das machen. musst du machen. Also du Ja, musst auch okay. am Laptop über diesen Zoom-Meeting-Link gehen. Ah, so, gut. Dann muss ich da noch mal rein. Du musst quasi komplett raus und über den Laptop nochmal rein. Okay. Bis Dann bald. mache ich das. Bis gleich. Bis gleich. Kannst du gleich üben. Genau.
Oh, wir kriegen eine zweite Marianne mit dazu. Guten Abend. Guten Guten Abend. Abend. Guten Abend. Also Marianne Schmidt, ab jetzt kriegst du die Na entweder den Nachname oder die Badewanne Marianne. Badewanne. Ihr könnt auch Nina Anne sagen. Entspannungsbad. Entspannungsbad, genau. Entspannung, Marianne. Genau. Ich kann mich auch ummerken auf Marianne Nina Anne, wenn Urlaub. ihr möchtet. Dann Nein, ist es nein, ein alles gut. nee, Alles nee, ist gut. es einfacher. Nein, nein, wir kommen zurecht. Wir haben ein paar Doppler drin und da kommen wir zurecht. Wenn, es ist ja gut, wenn immer zwei zuhören, wenn der Name aufgerufen wird. Es gibt mehr Aufmerksamkeit. Gut, wie früher in der Schule. Genau, ja. Gut. Mit sollen wir gleich mit dem Strickschiff loslegen? Oh ja. Gut. Ja, auf jeden Fall. Dann, Barbara, du warst als Erster auf dem Schiff, du hast auf uns gewartet. Erzähl uns doch einfach mal von deinen Eindrücken, was du jetzt berichten würdest. Also jetzt rein vom Schiff oder vom Stricken oder nur alles? Alles? Oder? Alles. Alles. Also es war ziemlich kalt und man fand nicht heraus, wo das Strickschiff in Basel starten würde. Und da ging ich auf einem Schiff, das gerade anlegte, fragen und die sagen, ja, das ist dann dieses Schiff. Und dann haben wir mit Frau Lederach beschlossen, dass wir schon mal eine Runde fahren, weil wir sonst eine Stunde draußen hätten warten müssen. Und die haben sie uns schlussendlich geschenkt, diese Runde. Sehr schön. Also es war herrlich. Es waren einfach alle zufrieden, hatte ich das Gefühl. Es war ein Geschnappter wie im Hühnerhof. Nicht böse gemeint, gell? Ich habe dich jetzt nicht verstanden. Es war. Ein Geschnappter wie im Hühnerhof. Also ich habe versucht, wenigstens mein Vis-à-vis zu verstehen, aber das ging meistens auch nicht, weil da etwas Interessantes war und links was Interessantes war. Aber es waren alle, ja, zufrieden. Es war Ja. angenehm warm, obwohl es draußen recht kalt, kühl war. Jeder hatte irgendwas bei sich, Werken, Stricken. Bei uns natürlich alle in Double Face unterwegs. Da haben Was mit? einige angesteckt mit dem Double Face, gell? Echt? Ja, also Cool. so, es haben links von mir haben sehr viele gesagt, sie möchten es jetzt auch ausprobieren. Und Gabriella, du warst ja quasi neu auf dem Schiff Ja. und bist neu zu unserer Gruppe dazugestoßen jetzt. Wie war denn dein Eindruck? Ja, also ich war eigentlich, ich war überwältigt. Also ich habe es mir nicht so toll vorgestellt. Und ich fühlte mich gleich aufgehoben in der ganzen Gruppe. Hat mir sehr gut Genau. gefallen. Und ich bin jetzt auch fleißig am Üben. Ich habe früher noch nie etwas mit Double Face zu tun gehabt. Ich habe jetzt schon, ja, also man kann sie nicht zeigen, die kleinen Übungsplätzchen. Aber doch, ich bin dran. Na ja, super. Barbara, da haben wir schon eine. Ja. Und ich habe natürlich beschlossen, dass ich im Oktober mitkomme, gell, Veronika? Die Barbara hat sich natürlich selbst eine Hürde gelegt. Sie Ja, wusste erzählt. noch nicht, ob sie im Oktober die Strickreise mitmacht und hat so frei rausgeschnappelt, hat sie gesagt, ich wollte erst mal schauen, wie ihr so drauf seid, wenn man euch in real mal kennenlernt, ob ich mich anmelde oder nicht. Und dann war es ein Moment ruhig und dann hat man gesagt, Barbara, jetzt hast du aber ganz schön Druck hier. Weil wenn sie sich jetzt nicht anmeldet und eigentlich Ui! mit möchten, das Dann wissen wir warum. Du meinst, jetzt stehe ich unter Druck. genau. Den Druck hast du dir selber gemacht, ja. Ja. Nee, Ja, aber das bin ich. Ich bin meistens einfach frei raus. Ich sage, was mir gefällt, was mir nicht gefällt, warum ich was mache. Und Also ich ich kann bin auch kein Diplomat.
Ah, da kommen die Frau Bücher, die Roswitha gerade rein von den Strickreisen. Babsi, ich kann auch deine Vorgehensweise komplett verstehen, dass wenn man sagt, ich habe die Gelegenheit, hier mal einen Teil von der Gruppe real kennenzulernen, dann schaue ich erst mal, ob ich mich wohlfühle in den Kreis, bevor ich mich da für fast eine Woche anmelde. Und ich für mich habe ja das Strickschiff auch gebucht, um zu gucken, was erwartet mich denn da so in etwa. Und seit dem Wochenende freue ich mich einfach noch dreimal mehr drauf, weil es einfach eine herzige Gruppe war. Es war einfach, wir haben alle das gleiche Hobby und sprechen dadurch dieselbe Sprache, auch wenn jeder einen anderen Dialekt hatte. Ja, wir haben uns verstanden, kann man sagen. Ja, war lustig, Ich ne? fand es richtig, richtig lustig. Also, Ja. es ist schon so, es ist wie so ein Hühnerhaufen, der aufeinander ist. Also, es wurde geschnattert und gewerkelt und ein schöner wie das andere. Also, gegessen haben wir natürlich auch gut, versorgt wurden wir gut. Also, von dem her, für mich war es schön. Also auch da fand ich kann euch ja mal ein paar Bilder zeigen. Ich habe ein paar Bilder vorbereitet, die mir, die Babsi hat welche gemacht, die Dominik hat welche gemacht und ich selbst auch. Und Roswitha, du hast, glaube ich schalte dich mal stumm. Bei dir läuft irgendein ein Radio im Hintergrund. So, Strickschiff. Aber auf jeden Fall an euch gedacht. Bitte? Die hat an uns gedacht. Ja, sehr Ich war schön. mit in Ich Gedanken mit war auf dem Schiff. bei euch So, ich teile mal den Bildschirm mit euch. Aber schon ganz Kamera gespannt. 2. Nein, Die Mause ich kann, nein. jetzt die Maus. Oh Gott. Noch nicht Kamera 2, sondern erstmal Bildschirm. einfach nur den Bildschirm freigegeben. Angefangen hat es mit dem, dass die Mäusle, das Mäusle gleich natürlich mit in den Koffer kam. Dominik hat mich auch noch daran erinnert. Und dann haben wir uns. Süß. Die haben sich wieder. Die haben sich wieder, genau. Und wir haben, Babsi, wir haben die Wartezeit in der Sonne auf der Brücke. Also hier war Anlegestelle vom Schiff, das war noch im Schatten und da war wirklich schrecklich kalt. Und dann sind wir da hoch auf die Brücke und ihr seht, es waren da in der Sonne und haben. Und haben die Wiedersehensfeier gefeiert. So, dann ging es los. Jetzt machen wir schon einen Sprung aufs Schiff. Die Babsi hat ihre Grafikstola mitgebracht, im Double Face. Sieht sehr schön aus. Das ist jetzt Farbe Koralle und also Farbe 10 und die Farbe 13. Ne, 14, das Türkis. Ja, genau. Die Dominik hat den Blumenmeerschal gezeigt. Das war natürlich ein A und ein O, ne? Kein Wunder, haben wir hier mit Double Face durchweg überzeugt. Sehr schön. Ist natürlich im Stück klasse. Dann ist hier die Mütze von der Barbara im Schlangenmuster. Das ist die Paint Socks und die Silk Socks zusammen verstrickt. Auch mal ganz interessant, weil wir ja sonst immer nur die Year Socks verstricken. Und das ist jetzt eben die Paint Socks, das Gemusterte, die Year Socks, das Einfarbige. Und das wirkt natürlich auch, sieht man, kann man toll zusammen verarbeiten. Noch ein paar passende Armstulpe dazu. Sehr Und sind schön. natürlich weicher als ihr Socks, die diese zwei zusammen. Ja. Ja, ihr seid nicht gut zum Tragen.
Dann haben wir die, das ist so mein, das ist so mein Sehenswürdigkeit von Basel, weil man das immer Oh. von der Autobahn so gut sieht, dann weiß ich immer, jetzt bin ich in Basel. Der Herzliloop von der Claudia Reimertshofer, den hat sie mir gerade noch rechtzeitig geschickt und er ließ sich hier am Rand mit Blick aufs Wasser super fotografieren. So, und so saßen wir dann, ne? An diesem langen Tisch, wild durcheinander mit, also es ging 5 Minuten und dann hat die Bedienung schon etwas schräg geschaut, weil wir hatten in 5 Minuten alles belegt, alles vereinnahmt. Es waren Geschnattere, sie wussten nicht mehr, oder wir wussten nicht mehr, wer hat ein Wasser bestellt und wer ein Saft. Es war einfach wild durcheinander und lustig. Hier gab es dann es gab quasi so eine Teeprobe, verschiedenste Sorten von sehr feinem Tee. Diese Etageren war, wurde das Essen drauf geliefert. Da war ich überrascht, wie reichhaltig das war, also vom Angebot her. Ja. Es war wirklich sehr schön. Und ihr seht ja immer mit Blick aufs Wasser und da waren wir alle. Es hat keiner den Kopf hochgemacht, damit er aufs Foto ordentlich draufkommt. Es waren alle am Respekt. Werkeln. Es war dann noch in andere Richtung. Die Veronika habe ich heute Abend noch gar nicht gesehen. Sie war die am weitesten Angereiste, hat sogar extra noch übernachtet in Weil am Rhein. Und Oh. sie ist auch durchs Zoom-Meeting hergekommen von Stuttgart-Ulm in der Nähe. Fand ich ganz toll, dass man sie jetzt auch mal, da haben wir sie jetzt eben quasi vom Zoom-Meeting kannte man sie und jetzt haben wir sie auch in Real getroffen. 4 Stunden ein Weg.4 Stunden war Super. sie, ist so unterwegs, genau. Genau. Das ist Frau Lederach von dem Wollgeschäft, das mit in der Schweiz dabei war. Auch ganz richtig. Alle waren nett. Also wir sind den See hoch und runter gefahren. Wie Den See, ja, den bitte? See. Da wird man ja jetzt noch neidisch. Ja, sehr schön. Es war dann die Ja, andere schön. Richtung. Es war natürlich auch ein traumhaftes Wetter, ne? Ja. Hier musste ich leider gegen die Sonne fotografieren, deshalb ist es ein bisschen unscharf. Wenn Und hier Engel hat sich. reisen. Ah, Genau. nee, Ja. das, ach so, das ist unser Gruppenfoto, ja, das Genau. eine. Ja, das Zoom-Foto, ja. Da hat die Babsi zum Glück dran gedacht. Wir hatten ja versprochen, dass wir euch ein Foto machen. Und hier, das war aus der Zoom-Meeting-Gruppe. Und sie ist dazugekommen, weil sie Stefanie, mit Namen Ja. habe ich nicht so. Wenn du zuguckst, entschuldige bitte, dass ich gerade nicht auf den Namen komme, aber auf jeden Fall hat sie uns durchs Zoom-Meeting ist sie auf die Strickreise gekommen und wird vielleicht auch mal zu uns stoßen. Ja. Die zwei Mäuse mussten, wir brauchen noch Namen für die Mäuse, ne? Und das Mädel muss natürlich Heide heißen, ne, Ja, natürlich. Heide? Dann wärst du Peter dazu, wenn du schon in der Schweiz Ich bist. habe, danke Babsi, dass du auf die Idee kommst. Ich habe es auch schon gedacht, ob man sie Heide und Piet nennen, oder? Genau, von der Alm. Genau. Heide und Peter. Genau. Auch so fand ich auch toll, dass sich einfach, es war Bewegung im Raum, also man ist mal da dazu gestanden und mal da. Es war einfach man hat sich quasi gekannt, also obwohl man sich nicht gekannt hat, war einfach schön. Hier seht ihr mal noch die gefüllte Etagere. Ich wollte Ah, gerade die gibt sagen. Doch noch. Bitte? Die gibt es doch auch noch. Ich war zu spät, um noch eine ganze zu nehmen. Vielleicht kommen sie noch. Das ist Frau Büchel von Strickreisen, die Roswitha. Ja, das war's dann. Doch, es war toll. Also, Oh, schön.
Die Andrea hat ja vorhin ein Schild hochgehoben, dass sie total neidisch ist. Man möchte euch natürlich nicht neidisch machen. Nur neugierig, ne? Einfach die Freude mit euch teilen, wie Ja, schön genau. das ist. Im Prinzip machen wir heute Abend auch nichts anderes, ne? Wir treffen uns, um uns gemeinsam auszutauschen übers Hobby. Und natürlich ist es in Real nochmal eine Spur anders. Aber man könne ja auch nicht jede Woche nach Basel reisen. Wobei Frau Büchel, Roswitha, du hättest nichts dagegen bestimmt. Aber es lässt sich eben nicht realisieren und es lässt sich eben dann für viele von der Strecke her nicht realisieren. So haben wir unser Zoom-Meeting und das ist ja auch was Tolles. Also ich freue mich da auch jedes Mal drauf. Und man hat mehr Platz. Es war sehr, sehr eng auf dem Schiff. Ja, das war, weil wir alle so belagert haben. Wenn jeder nur sein eigenes Strickzeug hochholt. Aber dann war ich hatte einen Koffer mit dabei, damit ich viele Sachen zeigen konnte. Das hat natürlich schon einen Platz gesperrt. Du hattest auch Sachen dabei zum Zeigen. Ja. Wenn wir einfach nur unser Strickzeug gehabt hätten, hätte man Platz genug gehabt. Wir sind ja am Anfang noch aufgerückt, damit man näher zusammensitzt. Erinnerst dich? Ja, ich habe gemeint, dass man mit Dominik da nicht in der Ecke sitzen muss. Nicht so weit weg, genau. Aha, okay. Ja, doch, war schön. Kann man empfehlen. Ja, und dann ging es natürlich im Double Face. Ich habe die Modelle jetzt noch hier. Das ist eben der Herzliloop, der jetzt. Die Babsi hat ja geschrieben, passend zum Valentinstag kommt jetzt ein Herzliloop von der Claudia Reimertshofer. Und die Innenseite, Rückseite, genau, die sieht dann eben so aus. Und da kommt, na, ich finde, das Weihnachtsrot habe man das ja genannt, deshalb hat es ja die Farbe 16 für den Winter. Das kommt einfach mega gut raus zu den Grautönen. Sieht sehr schön aus. Und dann hat sie hier noch auch schon fertig den Loop, den die Dominik eben gezeigt hat im Foto als Blumenmeer in hin und her gehenden Reihen. Den gibt es jetzt eben auch in Runden. Ja, also da waren wir auch drüber überrascht, wie leicht diese Modelle sind, bleiben mit der Jesox. Silvia, ich hatte auch deine Modelle mit dabei von der Maschenwelt 2, der Schal. Ja. Alles eben sehr, sehr leicht geblieben, trotz als es eben doppelt gestrickt ist. Die Blüten sehen ein bisschen aus wie, sag schnell, Weihnachtsstern, so ein bisschen, ne? Da Also drauf. das Verrückte ist, eigentlich denkt man ja, dass die roten Blumen am besten wirken. Mir selbst, ich finde, dass grün auf rot die Blumen noch plastischer rauskommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Obwohl Ja. man ja eigentlich denkt, Blumen sind rot, ne? Ich zeige es nochmal von anders. Ich finde die Seite besser. Ja, okay. Ja, Ja. vielleicht wie man drauf guckt. Ja. Aber Das ist ja mit dem das Grünen Schöne. sieht es so ein bisschen 3D-mäßig aus, ne? Ja, darf dann jeder eben einfach selbst entscheiden, ne? Genau. Dann beide Seiten schön. Das natürlich sowieso. Gut. Und was habt ihr gewerkelt? Hat nix. Alle nickten zu Boden. Mein Also, Schal ist ein bisschen gewachsen. du machst, ich weiß nicht mehr, an welchem Schal du bist, am Die Muschelbusch. geteilte Raute.
Ah, die geteilten Rauten. Ah ja. 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 Aber ich habe noch die Großkinder gehütet und ja, Ja, das geht vor. gearbeitet und zu wenig gestrickt. Das geht vor. Ich habe auch noch Genau. was zu zeigen, was Älteres schon, aber es ist fertig und schon in Gebrauch. Das ist der Loop für meinen Schatzi. Naja. Na, so kann man so sehen. So, nehmen wir mehr zu. Ja. Ja, so kann man sehen. Den hatte ich schon mal gezeigt, aber der ist jetzt komplett fertig und auch die Anleitung ist fertig und wie im Brauch. Ja, viel gestrickt oder gehäkelt habe ich auch nicht, aber ich Kennst kann du noch mit mal euch. den Namen von dem Loop? Kajas. Ha, ja. Kajas. Gibt es auch ein bisschen Musik dazu? Ich bin ein bisschen Musikfieber. Bei der Jahresdecke. Und weil ich mit euch zusammen kein Double Face stricken kann, da mache ich mehr Fehler wie sonst was, habe ich jetzt ein Zoom-Meeting Loop angefangen. Auch mit der Paint Socks und den häkel ich. Okay, da hat er mal ja die Marion Kemper, kommt vielleicht noch später dazu. Die sagt ja auch immer, sie strickt an einem Zoom-Meeting Loop, ne? Die mit wo jede Runde ein Gam-Gam Loop. Ja, ah, da kommt sie gerade rein. Da guck mal, kaum erwähnt man den Namen. Hat sie drauf gewartet, ne? Genau. Und da hatte ich ja letztes Mal, nee, im Newsletter hast du das Video verlinkt von der Gam-Gam-Socke, Ja, habe ich gemacht. um die Technik zu zeigen, ne? Wie das funktioniert. Kannst du nachher mal zeigen. Silvia, du wolltest noch was sagen? Ich habe auch mal was gestrickt. Ich darf auch mal was zeigen. Ich darf ja sonst immer nichts zeigen, weil das ja immer alles für die Maschenwelt ist. Aber als ich auf die Wolle gewartet habe, auf die neue, habe ich mal für meine kleine Enkeltochter einen Pulli gestrickt. Ja, das ist Und sehr süß. das ist auch so eine ganz besondere Anleitung. Ich bin ja immer auf der Suche nach so besonderen Anleitungen und das nennt sich Baby Surprise Jacket. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ja. Das ist eine englische Anleitung. Das ist eigentlich für Babyjäckchen gedacht. Das gibt es aber auch jetzt für Kinder, als Kindergröße und Erwachsenengröße. Und da habe ich eben mit dieser Maschenprobe mal das ausgerechnet, wie viele Maschen ich brauche, und habe mal für die Kleine ein Baby-Surprise. Also kein Jacket, ich habe es vorne zugenäht und habe einen kleinen Pulli gemacht. Die Aber Kleine mag warum? nämlich zurzeit keine Wolle. Ich habe der ja auch schon Pullis gestrickt aus der Charity. Und die hat sie Ja. auch angezogen und plötzlich geht Wolle gar nicht mehr bei ihr. Dann ruft sie kratzt, kratzt, kratzt. Und es wird weggeschubst. Und da habe ich mir jetzt eben dieses Baumwollgarn ge gesucht. Das ist von Prolana, die 123 Ideen, die neuen. Ja, das ist Das ja auch ein hier. ganz weiches Baumwollgarn, ne? Das ist ganz toll. Und das ist ja total toll. Das fängt immer mit der gleichen Farbe an, mit der es auch aufhört. Und dazwischen hat man dann so einen Farbübergang. Und dann kann man sich eben entscheiden, ob man das zweite Knäuel von innen oder von außen wieder anfängt, weil es eben mit der gleichen Farbe anfängt. Sehr schönes. Also ich glaube, das ist auch relativ neu, gell? Das 1, 2, 3 Ideen. Nee, das haben sie schon eine Weile. Ja, Das das haben sie läuft eine aber Weile. auch gut. Das ist, kommt gut an. Ja, das ist sehr schönes. Ich würde sagen, dass das schon im dritten Jahr mindestens ist. Okay, ich Ja. Polana Ich habe gucke ich nämlich immer nicht so sehr viel, überlegt. weil ich ja so viel Wulli-Hax habe. Ja, Aber nee. das hab eben mal explizit nach einem Baumwollgarn gesucht und da habe ich mir das in die Hände Und das gefallen. ist im Prinzip ist es die dünne Sky, ne? Sie läuft Ja, 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 ja. sie läuft recht lange. Ja. Und sie ist ein mega weiches Garn für 100% Baumwolle, ne? Ah, okay. Überraschend weich. Ja. Ja. Ich kann auch noch was zeigen. Das ist zwar noch nicht fertig. Ich habe aus dem Häkelbuch da Minitücher. So. Und da habe ich mal angefangen und jetzt mache ich mal das hier. So. Und jetzt bin ich schon wieder am Abnehmen. Seht Und warte mal, ich kann es euch auch zeigen in groß. Also Marion, ich. ist das jetzt von dir, das Naturfarbene mit der Borte? Ja. 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 Hallo. Ach, Hallo. hallo. Genau, das da ist. So soll es dann sein.
Nur habe ich halt eine andere Farbe genommen. Aber du hast auch Dirksocks. Ja. Ah, Ja. okay. Also der, die, nee, warte mal, warte mal. Dirksocks. Mit Silksocks, genau. Ja. Ja, habe ich mal gemacht. Das sind wirklich fast so Ein-Abend-Projekte, gell? Die Mini-Tücher. Naja. Also. Ich bin jetzt schon der zweite Abend dran, also. Aber normalerweise, wenn du den Abend ziehst, so wie du dranbleibst von der Uhrzeit her. Einen halben Schal habe Okay. ich geschafft. Okay. Bin ja so schnell. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe ein bisschen an meinem Pullover gestrickt. Ist jetzt, ja, ne, also. Ein bisschen ist gut, du bist schon ganz schön weit. Naja, es müssen so knapp 50 Zentimeter werden von der Brust ab, also vom unteren Arm bis unten hin. Also es dauert schon noch ein bisschen. Und der Faden ist gerade alle. So, und dann hatte ich gestern Sockenworkshop. Ja, Rede ich wieder. Und kannst du es jetzt? Meine, mein Cousinchen war da. Danke, Anke. Die heißt wirklich Anke. Danke. Deswegen. Tada! Die habe ich Oh, super. Oh. geschenkt bekommen. Oh. Okay, dann mache ich den Mund wieder zu. Ich bin Anfänger. Ah, nee, ja, ist klar. Reitet mal immer darauf rum. Ich bin bald keiner mehr. So. Dann habe ich angefangen. Also erstmal Newsletter, das Muster hat mir ja gefallen hier, ne? Marion, das hast du, Marion Kemper, das hast du verpasst. Wir hatten gerade Ja. deine Gum-Gum-Loop noch erwähnt, dass wir das Video im Okay. Newsletter mit reingepackt haben. Okay. Und das habe ich dann natürlich ausprobiert mit der Silk Socks. Aber ich weiß nicht, muss irgendwas. Meine Probesocke sieht ein bisschen komisch aus. Bisschen groß, oder? Ja, sind 18 Maschen, ist ja nur zum. Ich wollte das nicht so klein haben, weil zum Probieren. Also, das ist dann hier so. Ich bin jetzt eigentlich dabei. Das ist immer schon ein sehr großer Fuß. Alter Schwede. Ja, habe ich denn beiseite gelegt. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich weiß nicht, was sie mir erzählt hat. Und dann habe ich heute neu angefangen. So. Und da bin ich jetzt so weit. Das ist die Paint Socks. Genau, mit der Paint Socks, mit der hier. Jetzt bist du schon an Socken. Socken, ja. Boah. Will ich jetzt üben? Ja. Aber ich habe mir jetzt Veronikas Video dazu rausgesucht, weil ich glaube, da kann ich Stopp machen, wenn ich nicht mehr weiter weiß und kann wieder weiter drücken und kann gucken. Das mit, ich weiß nicht. Anke, nimm es mir nicht übel, aber irgendwas habe ich falsch verstanden oder so, weiß ich nicht. Also, ist, wie gesagt, das sieht nicht toll aus. Es sieht ja auch nach einer Käppchenferse Ja, aus, was du genau. da machst, ne? Ja. Und jetzt kannst du mal gucken, wie das in dem Video, ich mache es ja ohne Käppchen mit die Zunahmen und Abnahmen, ohne Auffassen. Schau ich mal, wie zurechtkommst. Also hier hat mich ihr gischt. Kamera. Andrea, Ja, Kamera. ja, ja, ja. Ich habe vor Entschuldigung. Schreck alles ausgemacht. Hier hat mich gestört, dass ich dann praktisch hier die Maschen wieder aufnehmen musste, ne? Das hat mich. Wo auf der Seite dann? Ja, genau. Ach, Also, ich mache das aber auch. wo ich dann den Fuß stricke, ne? Ja, aber ich mache das dann auf der Seite, wenn ich das Käppchen hochstricke, mache ich die letzten zwei Maschen immer links. Ja, die Und habe dann. ich auch links gemacht. Okay.
Dann kann ich aber die Maschen eigentlich gut auffassen. Ja, Na. nein, das ist mir nichts. Aha. Das ist mir überhaupt nichts. Also, dann habe ich ja auch beide Farben genommen. Dann dachte ich mir, naja, wenn du so eine Gummistiefel über Dorf latscht, damit er doch lange hält. Gut. Naja. Das erklärt natürlich, warum das Käppchen etwas mupsig geworden ist. Genau. Naja, egal. Ich will ja üben. Wie Ja. viel hast du denn angeschlagen? 18 auf jede Nadel. Okay. Ja. Hier Ja, habe ich das jetzt heißt, das 16. stimmt Weil ich ja. habe so ein, ich hab von Veronika so einen ganz tollen Workshop bekommen, wo man dann ganz toll gucken kann, wie viel Maschen man genau braucht. Hier sind jetzt nur 16 auf jeder Nadel. Das sieht schon besser aus. Ja, ne? Ja Aber gut, es noch ist ist ja kein wieder Käppchen schafft. dran, ne? Was hast du gesagt? Noch, ich habe gesagt, noch ist kein Käppchen dran. Ja, genau, ist ja auch Die nur der andere Schaft. Socke sah ja bis zum Käppchen auch schön aus. Entschuldigung. Stimmt. Dann wollte ich noch was zeigen. Ich habe, weil sie ist ja, macht ja auch ganz viel Handarbeit, mein Cousinchen. Und sie hat mir was geschenkt, was gehäkeltes. Oh. Ich halte es mal fest, weil das hängt. Das ist eine Eule. Die Voldusa-Eule. Ja, wie die heißt, weiß ich nicht. Keine Ja, die Ahnung. ist von der Voldusa heißt die Designerin. Ja, Die die hat ist, ja, ich glaube, bei denen, bei der guckst du immer, die ist live bei YouTube, und da ist sie immer mit bei. die Hier hat macht sie jetzt so die extra so ein Leuchtgarn gekauft, dass die Augen dann leuchten, und hier drin ist ein Teelicht, also so ein mit Batterie, ne? Und das kann man dann so hinhängen. Es ist beruhigend, dass es mit Batterie ist. Ja, na. Wäre ja auch doof sonst. Dann Auch fährst du hier, ganz danke, schnell. Anke. Jetzt kommt mein Mann gerade. Willst du mich jetzt hier küssen? Na, ist okay, ist okay. Machen wir. Soll ich jetzt ein Schild hochhalten? Ich bin ganz doll neidisch. Ja, das war meins die Woche. Mehr Schön. habe ich nicht. Schön. Super. Das heißt, du ziehst es jetzt durch mit Zucken. Ja, also für alle Fälle. Also jetzt ist mein Projekt die Socke erstmal und der Pullover. Das ist, ich will das mit den Socken können. Also. Das schaffst du auch, da zweifelt hier keiner dran. Also es fällt mir auch schon leichter jetzt mit 4 Nadeln. Ne? Also es ist gar nicht so schwer, wenn man weiß, wohin man die Nadeln, wie man die richtig hält, wie das so, dann ist es gar nicht so schwer. Das haben wir ja doch schon gesagt. Das haben wir dir. Ja, aber nur vom Reden und so, weißt du, das, ich habe es jetzt, sagt, meine Cousine sagte, nee, dann mach mal die Nadel da drüber und die da drunter und dann hast du Ja. die da und da und Genau. ach so, sag ich, ja, das ist ja nicht so schlimm. Es klingt, als hättest du tolle Tipps bekommen. Ja, habe ich. Ja, Und genau. was machst du mit den anderen Projekten, die du noch angefangen hast? Welche andere Projekte, die ich noch angefangen habe? Von wann Ah, redest du? Ich okay. weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Die Die UFOs, die da rumliegen. Ich verstehe schon. Nö, ich habe keine UFOs. Nee. Naja, so ein paar, Naja. ja. Musste über sich selber lachen. Also, ein UFO ist immer noch der Paisley-Schal. Der ist immer noch so, wie er war. Aber da Den hast du ja möchte ich auch können. Strickverbot, ne? Da hast du ja Strickverbot. naja, Verbot ja nicht direkt, aber da Das halte war ich doch mich wieder zurück. aufgehoben, das Strickverbot, oder? Ja, Das war ja. aufgehoben, ja Ja, klar. hat sie aufgehoben. Ja. Und dann habe ich noch meine Decke, Double-Face-Decke. Ach Ah so, ja ja. genau. Ha ja, das hast du ja auch noch. Da Ah ja. passiert so ab und zu mal eine Reihe. Ich bin jetzt bei Reihe 53 von 594. Und das hört sich nicht mehr viel an. Das ist Nee, praktisch, ja. ist ja, ne, genau. Genau.
Wieso fällt mir jetzt die Jahresdecke ein? Da hat doch Silvia, du sagst, du hast nichts zum Zeigen, du hast doch, Ja. dürfen wir einen Blick auf den Februar werfen? Ja, Wollt ihr das hat einen sie. Blick auf den Februar werfen? Das Ja, hat sie gut. letztes Mal wissentlich wieder weggesteckt. Sie Das wollte, sie wollte, sie hat den genau. Rand gezeigt und den Rest nicht. Ja, da war es Ja, schon auf der sie hat Nadel, gar aber nicht. jetzt ist es fertig. Oh, schön. Niederglöckchen. Ich drehe Silvia, auch gleich mal rum. Ich drehe es auch du gleich mal musst rum. Ja, ich ganz viel. habe vergessen zu reden. Jetzt bin ich wieder da. Ich drehe es auch gleich mal rum, dass ihr es auch von der Seite seht. Also, das sind die Schneeglöckchen und die haben auch eine kleine Geschichte. Ich hoffe, der Pascal ist mir nicht sauer jetzt. Der ist ja heute nicht da. Wir hatten nämlich ein Motiv so ein bisschen vereinbart. Ich habe gesagt, ja, so habe ich das ungefähr vor. Und da hat er ein kleines Motiv draus gemacht. Er macht ja für das Kissen kleinere Motive. Und ich habe mir das größere Motiv gemacht und habe mir das hingelegt. Und mein Mann kommt, sagt da und sagt, ach, du hast aber schöne Märzenbecher gemacht. Denke ich, was? Märzenbecher? Wie gesagt. Ich sagte, ach ja, das habe ich erst mal nachgeguckt. Und wie es so ist mit den Männern, die haben recht. Bei Blumen. Ein Märzenbecher-Motiv gemacht und dann habe ich halt nochmal angefangen und ich denke, jetzt sind es aber wirklich Schneeglöckchen geworden. Ja. Ja, also steht da noch Hm. ein Netzwerk. Hoffen wir es doch mal. An der Seite hier sind auch so ein paar Schneeflocken. Da kommen dann die Schneeflocken von dem Januar mit rein und hier ist so ein bisschen so Punkte wie Regen und dann, da kommt halt auf. Halt im Sommer, wie im Februar, noch ein bisschen Schnee, ein bisschen Regen, sind ein paar Schneeflocken dabei, ein bisschen Regen dabei. Was? So, Ja. ich hoffe, es gefällt euch. Ja, ist Ja, schön. schön. Also Ja, schön. mega, mega schön. Ja. Also wer im Januar noch nicht überzeugt war, dann haben wir mit dem Februar vollends. Also ganz toll, auch diese Verbindung von den kleinen Sternchen zum Halt. Nachbarquadrat. Ich weiß nicht, ob ich es halten kann, aber wahrscheinlich nicht so richtig. Habe ich es jetzt richtig rum? Ich glaube, ich habe es falsch rum, oder? Es ist ja Ja, axialsymmetrisch, ja. es passt immer. Ja, da gehen die Sternchen halt so ein bisschen weiter. Ja, da sieht man nur das eine, entweder das eine oder das andere. Ich habe es nicht zusammengenäht, aber naja, okay. Das Zellmuster ist auch schon fertig. Die Anleitung ist ja fast genauso wie die im Januar. Also habe ich nur die Farben ausgetauscht. Aber wer halt einsteigen will neu, der kann sich halt den Februar auch nochmal angucken. Für sich alleine, ohne Januar. Und ansonsten gibt es das Zellmuster. Wieder so. Mit rein. Mit farbigen rein. Und dann auch nochmal als einfaches Zellmuster. Ich muss sagen, mir fällt es jetzt auch leichter mit den farbigen, weil ich weiß genau, mit Farben. Hinreihe ohne Farbe, Rückreihe, das geht recht gut. Ja. Das Problem ist, wenn du nur einen Schwarz-Weiß-Drucker hast, nämlich einen Laserdrucker, dann kannst du das nicht mehr unterscheiden. Das stimmt. Geht mir auch so. Ah, ja. Die Andrea malt dann, ne? Das wissen Ja, wir oh, ja. ja, genau. Ich mal das dann auch wieder an. Ja, okay. Gut. Also für alle, die jetzt Zuhörer und neu dazugekommen sind, was es mit der Jahresdecke auf sich hat, es wird unterm Video verlinkt. Es ist kostenlos. Die Silvia macht uns hier für jeden Monat ein wunderschönes Zellmuster. Und also ihr findet alle Infos zu der Jahresdecke, die wir hier in der Gruppe stricken, unterm Video. Ja. Und ja, die ist jetzt dann quasi Ende, also am Freitag haben wir ja schon den Februar. Freitags kommt ja immer der Newsletter. Das heißt, ihr findet am Freitag bereits das neue Zellmuster im Newsletter. Oh mein Gott, da muss ich mich beeilen, dass ich den Januar fertig kriege. Und ich habe immer noch keine Wolle. Okay. Oh. Aber die Aber Sache mit dem Februar war ja einen Tag mehr. Kann man sich ein bisschen mehr Zeit lassen. ja, Ja. Ja. genau. Und es ist, ich finde es ein tolles Projekt. Es ist überschaubar. Also ich finde, es ist so ein Quadrat, ist zwei Abende, sage ich jetzt mal, oder?
Ohne Besuch. Vier, Ja. fünf Abende, sechs Abende, fünf Es kommt immer drauf an, wie viele Stunden so ein Abend hat. Ne? Ja. Also ich kann ja ein bisschen näher ran, dann könnt ihr die Augenringe noch besser sehen. Ja, dann könnt ihr es Also, erahnen. das ist ja bei der Veronika, weil die Veronika schläft ja nie. Ne? Also, da Doch. kommt ja manchmal noch, nein, das kann gar nicht sein, weil manchmal kommt ja um 1 Uhr kommen ja dann noch irgendwelche Videos, die eingestellt werden oder Antworten auf irgendwas. In Facebook, ja. Und morgens um 7 Uhr ist die schon wieder wach. Also ich wollte gerade fragen, ob dir schon aufgefallen ist, dass in letzter Zeit nachts weniger kommt, weil wir haben ja die Handwerker und die kommen richtig früh, die kommen fies früh morgens. Also wir schlafen so ein bisschen versetzt. Also das kann schon sein, dass ich normalerweise so bis 2, halb 3 noch gerne Büroarbeit mache oder stricke. Und dann aber, Okay. dann schlafe ich morgens bis 9. Also ich brauche schon Oh. 6, 7 Stunden Schlaf. Okay. 6 Stunden brauche ich auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir ja früh raus, weil die Handwerker um 7:30 schon da sind. Und jetzt, deshalb bin ich jetzt auch, sind die Abende auch nicht mehr so lang. Ja. Aber bald sind sie fertig. Ja. So lebt man halt manchmal versetzt, ne? Manche sind so Frühaufsteher und ja. Aber ich denke dann immer, die kleinen Schüler, nur so die Erstklässler, die so mega früh durchs Dorf laufen mit ihrem Ranzen da, stockdunkel. Jesus Maria, die kleinen Kinder da, schon so früh auf den Beinen, aber hat man halt früher auch gemacht, ne? Jacqueline, ich glaube, du hattest eine Frage. Ich habe mir das Buch von dir geholt, Job Das und klingt schon mal gut. Co aus Bobbel. Ja. Bin jetzt am Hagelandschiff Korallenriff. Weiß was vielleicht besser. Und mache den aus dem Bobbel. Nummer 601. Hat schon gut angefangen. Vorderseite, die Rückseite. Artig. Schau mal, Dominik, die neuen, Ja, das funktioniert. den hast du. Hatte ich schon, ne? Und wenn mein Pulli, den ich schon gezeigt habe, also ich mir dann zweiten Ärmel und das ist fast fertig. Noch ein bisschen. Ach, den hast du Ja. mal schon gezeigt, gell? Ja, den habe ich gezeigt, aber Ja. das braucht schon F. Und dann habe ich mir die Mini-Tücher, aber den aus zum Stricken geholt. Schön. Und Grüße da an habe die ich eine Frage zu. Und zwar, ich weiß nicht, ob du mich mir helfen kannst. Es geht in die Anleitung und da steht dann immer mit dem für den Anfang zu machen. Bitte? Für den Anfang, also den Inverso-Umschlag. Berechnet gegen den Uhrzeigersinn. Ich verstehe es gerade nicht genau, wo deine Frage ist. Hier bei den, ich würde gerne die Märte machen. Märte machen. Ja. Und das ist ein einfacher raus rechts. Und da steht ein inverser Umschlag. Ein Inverter. Inverser. Inverser Umschlag, also Inverser. Habe ich noch nie Also, gehört. Weil oh, ja, richtig. statt so den Verstehst du? umgekehrten Weg auf die Nadel nehmen. Ah, nicht den Umschlag von vorne nach hinten, sondern von hinten nach vorne. Ja, ich nehme mal Ah, so in ja. der Rückreihe irgendwie verschränkt gestrickt, dann liegt er direkt richtig. Nehme ich mal an. Also, ja. Ich Okay. werde das mal Also, probieren. Also, ich wollte mir jetzt mal probieren, weil ich fand, das war der einfachste. Ist in dem dann. Buch nicht vorne ein ganz großer Anleitungsteil für den einzelnen Sachen drin?
Nein, da steht den Gartenstabanschlag, also nicht. Weil hatte Welche die. hast du da? Steht aber da. Ansonsten, die Brigitte Zimmermann, die Autorin, die findet man ja gut in den sozialen Ich wollte nämlich Netzwerken. gerade sagen, die hat doch beim letzten Mal gesagt, dass sie so einen Fotoworkshop noch mit reingebracht hatte in das Buch. Ja, Ja, ich. sie hat Gemüse, aber nicht gerade den. Also sie Da hat ist der Umschlag ja. tatsächlich nicht drin, ne? Nein, nein. Aber es steht mit der rechten Nadel gegen den Uhrzeigersinn von unten den Faden über die Ja, Nadel legen. über die Okay. Nadel, ja. Ja, dann ist es so, wie die Babsi es erklärt hat. Ah, okay. Es Okay. ist Guck quasi, mal. dass die Masche schon verschränkt oder der Umschlag schon verschränkt über der Nadel liegt. Genau. Ja? Ich werde das jetzt mal probieren. Gut. Ansonsten kannst du anschreiben, also da kriegst du wirklich schnell Antwort. Und wenn du eine neue Erkenntnis hast, kannst du uns beim nächsten Mal mitteilen. Wenn wir dir es jetzt falsch erklärt haben, ne? Ja, mach ich, danke. Lass uns nicht dumm sterben. Glaube, ich sterbe dumm. Es sind viele schöne Tücher drin, also. Ja, definitiv, ja. Ja. Jacqueline, ich wollte mal was sagen. Ich liebe deinen Akzent. Also, ja. Ja, total toll. Wollte ich mal nur mal so sagen. Ist ein bisschen von allem. Ich bin wirklich so im Dreieck von Belgien, Deutschland, Holland. Du darfst dann auch noch mal was fragen, oder? Mit Nee, so einem schönen Akzent darf man okay. zwei Fragen stellen, So oder bist weit du? war Ja. ich nicht dabei. Okay. Und bei den für die Jahresdecke, ich habe ja die Sheets jetzt bekommen. Und mit welchem Nadelziel strickst du die? Mit Ich der mach's 4? mit einer 4,5, aber ich stricke wirklich sehr locker. Ich habe Also. mit 4,5 probiert, aber das gefällt mir nicht so. Ich darf erst mal probieren mit 4, wenn ich so Noch lang 3,5. dünner. Ja. Da staune ich aber. Ja. Dachte eher größer, denn manche haben gesagt, die nehmen dann größer oder weil wenn sie fester stricken. Ich probiere mal kleiner, weil das Maschen will viel mehr, nicht in Größe. Ja, aber Ich man bin muss auch auch gerne drüber mit dämpfen. großen Nadeln. Man muss auch drüber dämpfen. Also ich habe es auch drüber gedämpft. Ich war am Anfang auch nicht ganz zufrieden, aber drüber gedämpft sieht es dann richtig gut aus. Also Das hat ja die Marianne Schmidt schon ja. recht früh gesagt, wenn man Double Face, da tut sich im Entspannungsbad auch am Maß noch richtig viel, ne? Ja. Dass sich das nochmal Ja. mehr verändert wie eine normale Strickarbeit. Ja. Das zieht sich quasi zurecht, kann man das so beschreiben? Ja. 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 Jetzt eine Fünfernadel genommen und komme aber nicht auf das Maß mit 40. Ich habe gerade 32 oder 33 Zentimeter Oh mit ja. Nadel 5. Ich auch. Ich habe auch nur Strickst 5 und habe auch du nur schnell? 32. Aber vielleicht eben, wenn das dann gewaschen oder entspannt wird und noch gedämpft, vielleicht macht sich da ja noch mal was. Und Also mit halb komme ich gar nicht hin, da das wird ganz klein. Oder man kann entweder das zum Schluss mit dem Rand ausgleichen oder eben mit einem vierten Motiv in der Breite, je nachdem, wenn So. viel fehlt, ne? Das ist ja dann kein Problem. Bis wir die 12 Motive haben, sind wir alle so fit, dass wir da nochmal neue Motive finden. Kann euch ja die Merzenbecher zur Verfügung stellen, wenn ihr die einschieben wollt. Oder Heides Eiffelturm, wenn noch so ein schmales Ja, Teil genau. fehlt, das obere Stück. Leuchten. Genau. Hat aber die gleichen Maße. Der hat die Aber das gleichen obere Maße. Stück halt so, da machen wir halt Ach ein so. Thema in die Länge. Aber Man die ist Idee dann. mit dem Merzenbecher ist doch nicht schlecht. Ja, Ja. eben. Die blühen doch im Mai oder so, ne? Die kommen doch recht spät, oder? Irre ich mich da? Nee, die kommen dann im März, denke ich. Die kommen nach Ja. den Schneeglöckchen dann.
Richtig. Die werden Das sind halt den Namen haben, oder? Märzenbrecher. doch die bei uns die April und die Die wie sagt Narzissen? man die also sind ja die Narzissen, oder? Ja. Also die Nein, sehen aus wie nein, Narzissen. ich fand Nein. Namen. Nee, ich habe jetzt aber auch kein Bild hier, nee. Barbara, wie Das ist heißen die Büs? doch der Märzenglocke, die Märzenbecher. Ja, ich sage einfach Märzenglocke. Ja, aber das sind nicht die Gelben, die sind schon weiss wie ein Schneeglöckli. Ja. Aber einfach ein bisschen mehr ein Aber Hütchen. groß. Bisschen Ja. größer, ja, Rattel, genau. ja. Ja. Bei uns sind die Märzenbecher kleine gelbe Bodendecker. So, die kommen die kommen mit den Schneeglöckchen zusammen raus. Die sind aber nur Winterlinge. gelb, die Ja, bilden. das sind keine Winterlinge, genau. Märzenbecher. Die Das sagen bei sind uns auch Winterlinge. Märzenbecher. Warum, weiß Ich ich nicht. spreche alle Maschinen. Den Okay. Winterling meinst du vielleicht? Das Da ja. weiß jeder was anderes. Den kenne ich nicht, den Hast Winterling. du Blumen? Kommen Blumen, so. Gut. Silvia, kannst du mal deinen Mann holen? Ich wollte gerade Der ist noch gar nicht zu Hause. sagen, da brauchen wir jetzt mal nichts. Ja. Ein Fachmann für Wir brauchen mal jemanden, der sich mit Märzenbecher. Blumen auskennt. Der ist noch gar nicht da. Edith, wie Mag. weit bist du mit deinem Zupfmusterschal? Ja, ein bisschen weiter. Ich zeige es mal. Warte, ich weiß jetzt, also das ist das Falsche. Was? Sieht man das? Ganz langsam durchziehen Ja. und reden. Ja, ich spreche. Also ich fange von ganz unten, war das letzte Mal. Jetzt kommt die nächste Farbe. Ja. Kommt die nächste Farbe. Habe ich die richtige Seite? Ja. Die nächste Farbe und jetzt bin ich da bei der vierten Farbe. Da ist Also, aber gut was dazugekommen. ja, ich habe ein bisschen was dazu gestrickt. Ich habe aber jetzt eine technische Frage, handarbeitstechnische Frage, bitte. Und zwar habe ich begonnen, diesen Pulli Green Granny. Sieht man das? Ja. Ja. Habe ich begonnen und habe meine Reste, meine Lagerreste genommen und dann die Merino Silk, glaube ich, heißt die, Ja. als Grundfarbe, also als Hauptfarbe. Und da halt meine Sockenreste, ja. Und jetzt habe ich aber, beim Häkeln bin ich nicht so bewandert, da steht in der Anleitung drinnen bei den Reliefstäbchen, ich kann Reliefstäbchen, also entweder hinten oder vorne, aber in der Anleitung steht, hinten und dann von vorne. Also da bin ich nicht zusammengekommen. Also Also wir hinten. beschreiben ja die Reliefstäbchen von hinten. Da beschreiben wir immer von hinten nach vorne und wieder von vorne nach hinten einstechen. Ja, Es ich zeige gibt bei einer Masche. mit einer Mal, also wenn du den Weg nimmst von der Häkelnadel, geht die ja von hinten nach vorne, geht dann Ja. um die Masche rum und geht wieder von vorne nach hinten. Ich weiß, dass es auch Anleitungen gibt, da heißt es eben Reliefstäbchen von hinten herum einstechen. Im Prinzip ist genau das Gleiche damit gemeint, aber wenn man nur würde von hinten nach vorne einstechen, dann würde sich ja die Nadel auf der Vorderseite befinden. Deshalb schreibe mir immer dazu und wieder von vorne nach hinten. Und dann hast du quasi von hinten um diese Masche herum eingestochen. Also ich stehe auf der Leitung, ich kapiere das nicht. Also ich habe ein Stäbchen, ja, und jetzt mache Ja. ich ein Reliefstäbchen. Jetzt fahre also ich kenne Reliefstäbchen, ein Reliefstäbchen vorne, Ja. weiter häkeln, ein Reliefstäbchen hinten. Das Ja. kenne ich, ja. Also du stickst einmal von hinten vorne um das Stäbchen herum und Genau. strickst also und häkelst das ab und dann umgekehrt, entweder von und, aber dass ich beide Sachen mit einem Stäbchen macht, das habe ich Nein, nicht. magst du nicht. Genau Da mache ich dieser eh nicht. Arbeitsschritt, dass du herumstichst, heißt, dass du die Nadel von hinten nach vorne führst, vorne um das Stäbchen herum wieder nach hinten rauskommst. Ach Du so. ja, genau. Jetzt Ja. genau. Jetzt Jetzt. habe ich es, ja. Wir Also ich. beschreiben quasi diese 180-Grad-Kurve.
beschreiben wir eben im Prinzip ausführlicher, ne? Ich habe Weil gedacht, das ist ein Spezialreliefstempel. Ich hab da hin und her probiert, habe gedacht, ich bin zu blöd, dass ich ein Reliefstäbchen kann. Und dann habe ich mir okay. gedacht, so, jetzt mache ich ein normales, so wie ich das kenne, und fertig aus. Ja, also. Hast du alles richtig gemacht, aber du Ja, wirst jetzt vermutlich morgen dran denken beim Häkeln, was damit gemeint war, ne? Weil wenn man von hinten nach vorne stecht, hat man erst das halbe Stäbchen quasi den halben Weg verstehe. gemacht. Man muss auch noch mal umkehren. Also ihr beschreibt quasi den ganzen Schritt von diesem Reliefstäbchen. Genau. Okay. Und für Okay, dich na haben wir es verschlimmbessert. dann. Also ich glaube, ich bin da wirklich eine Stunde gesessen und habe mit anderer Wolle probiert, habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich das nicht verstehe. Ja? Und Ja. dann habe ich mir gedacht, also Reliefstäbchen, ich kenne das nur so. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt ist mir alles egal, ich mag es ganz normal. Ja, aber es ist sehr schön geworden. Und ich glaube aber nur, meine Maße sind ein bisschen kleiner. Also ich weiß nicht, ich muss dann wahrscheinlich, das ist also praktisch die Grundfarbe und das ist dann halt das daneben quasi. Und wie ist das zusammengehäkelt oder genäht mit Matratzenstich oder Maschenstich oder? Es ist zusammen gehäkelt. Es steht, glaube ich, auch irgendwo in der Anleitung. Ja, zusammen, aber das kann man ja jetzt auf verschiedene Art und Weise machen, ne? Ja, aber das Original, Silvia, hast du zusammen gehäkelt, ne? Ja. Und ganz normal mit festen Maschen und dann ist praktisch Habe ich so. habe ich es nicht reingeschrieben. Ich dachte, ich hätte es geschrieben. Hierfür bitte von einmal, ich glaube, ich habe es mit diesen einmal links, einmal rechts einstechen und durchziehen gemacht. Habe ich überlesen wahrscheinlich, weil ich habe es nicht gelesen. Aber gut. Aber ich weiß es jetzt auch nicht so hundertprozentig. Weil ich habe mir es am Foto angeschaut, aber da sieht man die Nähte nicht Ja, so genau. Ja. das. Manchmal mache ich es auch mit festen Maschen, ein paar Luftmaschen, wieder feste Maschen. Das weiß ich, kann auch da sein, dass ich dann immer nur bei den. Sind jetzt auch in der Fertigstellung, denn wir haben hier ja mehrere Granny-Teile. In der Häkelschrift ist auch nichts, ich habe das Heft gerade nicht da. In der Häkelschrift ist auch nichts grün gezeichnet. Ich habe es doch Doch, manchmal. ist grün gezeichnet, Ja, da, genau. der, genau, die grün gezeichneten Reihen sind dann immer so, wie es zusammengehäkelt wird. Genau, da geht man einmal rüber und also die Grannys mal abwechselnd, ne? Mal Ja, rechts, ja. mal links. Genau, die zweite bis Aha. sechste Runde. Sind deine Hände Fortlaufend vielleicht? werden die Quadrate mit der Merino Silk Socks entsprechend der grün gezeichneten Maschen der Häkelschrift 2 zusammengehäkelt. Ja, also Ja, schau natürlich. mal, die Häkelschrift 2 hat grüne Zeichen in der nach der sechsten Runde. Ja. Und die zeigt an, wo eingestochen wird beim Zusammenhäkeln. Und dazwischen ist eine Luftmasche, wenn ich das Genau, richtig. genau. Und das heißt mit einer festen Masche. Da, warte mal, was ist denn Ja, das? Feste Masche, ja, genau. genau. Aha, verstehe. Okay, gut. Na, dann werden wir schauen. Also das werde ich Genau. ja hoffentlich zusammenbringen, wenn ich schon die Reliefstäbchen kann. Also wunderbar. Okay, das war es eigentlich schon. Das wollte ich nur wissen. Es war am Wochenende auch eine Teilnehmerin dabei, die hat gesagt, Christina. Die hat gesagt, sie hat einen Strickkurs gemacht und da hat die Dozentin gesagt, Stricken ist auch immer ein bisschen bscheißen. Und da hat sie ja auch recht, ne? Wenn du jetzt mit dieser Häkelnaht zum Beispiel nicht zurechtkommst und du einfach von früher her eine Naht kennst, die du sagst, ja, damit komme ich doch auch zurecht, das ist ja nicht verboten, das auf deine Art und Weise zusammenzuhäkeln, ne? Also, das fand ich dann so witzig, dass sie eben das auch, die hat es auf den Punkt gebracht. Stricken, ich auch immer ein bisschen bscheißen und so häkeln eben dann auch, ja. Ja. Hast bei den Reliefstäbchen gedacht, du bescheißt, wie hast du sie jetzt doch richtig gemacht?
Na, ich war so verzweifelt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich mag es normal, habe geschaut, wie es ausschaut und es war eh schön und habe mir gedacht, gut, das wird schon passen und ich frage halt, wie es richtig geht. Ich mache halt die anderen 97, was ich noch machen muss, richtig und dann schauen wir halt. Sind es tatsächlich so viele? Nein, es sind eh nicht so viel. Ich mache die kleinere Größe in der Hoffnung, dass ich ein paar Kilo abnehme und das ist dann immer Motivation. Aber ich denke mir, der ist, glaube ich, eh relativ großzügig, der Bulli geschnitten. Und es dehnt sich ja auch ein bisschen. Also ich glaube, das wird schon passen mit der normalen Größe. Ja, ich hatte eine 50er Breite bei Größe 38, 42, also ist eine normale Weite. Ja, ich habe 40, 42, also ich Ja. hoffe, ich komme. Mehr Wolle habe ich nicht von der Marino Silk, also ich muss Genau, auskommen. dann musst du halt abnehmen. Wenn Ja. nicht mehr Wolle hast, musst du halt Schon wieder dieser Ich habe schon Druck. Sachen gestrickt, Gründe, wo um ich. eine Diät zu machen. Ich habe keine Wolle mehr. Ich habe schon Sachen gestrickt, wo ich mir gedacht habe, den Pullover mache ich. Ich habe also nur die begrenzte Wolle gehabt. Na, ich nehme dann ab und habe nie ein Leben abgenommen. Also das war sinnlos. Aber es war eine gute Übung. Man muss das positiv sehen, ganz einfach. Ja. Wenn du mal die Anleitung raus hast, wo man während dem Stricken sich in die Größe reinhungern kann, die muss man dann vermitteln. Die würde ich auch nachstricken. So drei Maschen stricken und einmal ums Haus laufen, ne? Muss ich es doch erzählen. Ihr erzählt, ihr müsst abnehmen und mein Mann kommt hier hochgelaufen und hat eine Personenwaage in der Hand. Ich denke, ich weiß es nicht. Passend zum Thema. Hat noch jemand was zu zeigen? Ja, Ja. Ja. gleich. Also Muss gleich? kurz noch mal schauen. Das heißt, du kettest ab oder was? Nee, die Reihe sonst rückt die Nadel raus. Es waren nur noch zwei Maschen. Okay, Ich halte es dann. mal so. Das ist der Stiel Oh. mit dem Blatt. Du Schande. Wer ist denn das? Die Hälfte habe ich jetzt. Habe also Das die. Bin an der zweiten Hälfte dran. Das ist die eine Seite. Und hier ist die andere Seite. Upsa. Oh, Hilfe. Kann man es erkennen? Ja, ne? Wenn du die Lampe, die da vorne rechts im Bild ist, die macht es unheimlich hell. Versuch's mal nochmal. So ist besser, glaube ich, ne? Mitsprechen. Sehr schön. Dann mal die andere Seite. Also ich bin jetzt bei knapp 90 Zentimeter. Und das wird nochmal, also insgesamt wird es wohl 1,70 Meter werden. Perfekt. Wie Also schnell bist du denn, schön. Maria? Was? Wie schnell bist du denn? Hier, wenn Genau. ich Naja, jetzt. also ich hatte das angefangen vor über einer Woche, habe dann, weil ich ein anderes Tuch gestrickt habe, liegen lassen 6 Tage und habe dann wieder angefangen Also und zwei habe jetzt Nächte. drei Zwei Tagen. Nächte. Das. Zwei Nachtschichten und dann fertig. Also das wird ein Schal mit einer langen Blumenranke. Wenn sie den Schal dann um hat, wird auf jeder Seite eine Blumenranke sein. Also in der Hälfte ist das Zellmuster dann gespiegelt und dann haben die Enden jeweils Blumenranken, die hochranken. Ne? Hat das nicht ein neuer, das ist nicht ein bestehender in dem Fall? Nein, nein. Ah, okay. Das testet die Marianne gerade, weil man ja nie von der Länge her, aber die 170 Zentimeter, das passt natürlich perfekt, ne? Ist eine gute Dann ist Länge. es ja dieser Block in der Mitte, den man dann entsprechend oft wiederholt. Und jetzt bei der Nadelstärke, die ich verwende, musste das halt neunmal gestrickt werden, dieser Abschnitt, damit man auf die Länge kommt.
insgesamt. Wie viel Wolle hast du jetzt ungefähr für die Hälfte gebraucht? Naja, ich habe, Mensch. Also ich habe gerade so ein Loch in der Mitte. Vom ersten Knäuel? Ne? So Ja, von den also. ersten 100 Gramm jeweils? Ja. Boah. Läuft weit. Das Also ist ich denke mal, ich unglaublich. werde von der Farbe noch ein zweites Knäuel anfangen müssen, aber das wird noch ein Weilchen dauern. Also wir hatten ja die Andrea war ja so lieb, uns ihre Stola zu wiegen. Und da war sie ja bei 240 Gramm, ne? Double Face. Also da wirst du dann vermutlich auch landen. Und das ist Naja, eben das Tolle dran. doch über 200 Gramm schon werden, weil ich also 100 Gramm pro Farbe verbrauchen werde. Etwas mehr als 100 Gramm pro Farbe Genau, brauche. genau. Ja, ebenso. So 240 hatte der Double Face-Schal von Andrea. Und im Prinzip ist ja das Muster egal, was man da reinstrickt, ne? Es geht halt so ein bisschen um die Breite, wie viel Maschen man anschlägt, dass es ein bisschen variiert, aber ansonsten kann man schon sagen, man bleibt da gut unter 300 Gramm. Also es sind 22 Zentimeter Breite nur bei mir jetzt mal gerade mal so, weil so 44 Maschen in der Breite plus Handmaschen. Ja, das ist eben ein Schal. Die Dominik hat ja mit ihrer Stola, die ist schon wesentlich breiter, ne? Die da ein Blumenmeer. Ne? Mehr, ja. Gut. Aber das würde heißen, mit je 200 Gramm bekommst du einen Schal plus ein paar Socken hin. Ja, also wenn du den schaffst, dann den Socken nicht allzu hoch machst, ja. Ja. Also Muss die. 200 Gramm Sockenwolle bekomme ich drei Paar Socken. Zwei Paar Socken, so. Zwei Paar Socken, also vier Socken insgesamt. Ja, das könnte passen. So, hat noch jemand was oder kann ich aufs Rippenmuster eingehen vom Double Face? Ich wollte nur mal Gabriela noch fragen, ob sie ihren Topflappen schon wieder aufgemacht hat. Ja, den habe ich auf die Seite gelegt. Okay. Nein, ich habe da fertig gemacht. Ich kann es vielleicht doch auch noch ein bisschen zeigen. Ich muss es einfach einhändig machen, weil ich da das Handy in der Hand habe. Den hatte ich vorhin an. Das ist ein Lace-Muster. Wenn man sieht es wahrscheinlich nicht so gut, ein Loop, den habe ich mal für mich gestrickt. Und dann habe ich noch zwei andere, also genau die gleichen gemacht, aber in zwei verschiedenen Farben, diese noch. Die habe ich dann verschenkt. Ja. Aber nein, also Waschlappen ist nichts mehr, nein. Den habe ich auf die Seite gelegt. Aber es gibt ja auch diese kleinen Waschpads, die man verwenden kann. Da muss ja nicht unbedingt ungenutzt bleiben. Nein, nein, nein. Er findet schon noch Verwendung. Okay. Weil ich habe auch so kleine Pads gehäkelt aus der Frotte damals für unter die Seife, ne? Ja. Als Seifenablage, dass die gut trocknen kann da quasi. Ich möchte ja nicht wissen, wie viel sich von dem Strickschiff verstrickt haben oder verhäkelt haben. Also da konnte man sich ja fast gar nicht, also wenn du da so ein Double Face hattest oder so, da musstest du schon unheimlich aufpassen, dass du dich nicht verzählst. Also ich hätte nur zwei links, eine rechts verschränkt stricken müssen. Ich habe mich verstrickt. Also ich habe fast nichts gestrickt. Ich habe zwei Runden geschafft. Ja. Eine Anschlagrunde und eine Runde drüber. Und das nur, weil ich dachte, ich muss jetzt mal was stricken. Schon gehen die Leute heim und sagen, die Hugg, die kann es nicht. Das ist hinter den Videos. Da sitzt eine ganz andere. Wir Das haben nicht Ganze aber eine unter Masche Druck. gesehen. So. So, darf Ich ich dir habe das euch, zeigen? ja, sehr gerne. So, heute ist dein Buch angekommen. Ah, Und dann das habe hatte ich das ja Umwege angeschlagen. gemacht, ne? Bitte?
Das hat er Umwege gemacht. Genau. Ich musste das dann neu bestellen, aber das ist Oh. angekommen. Und dann habe ich direkt Angeschlossen. das mit dem Muschelmuster direkt angefangen. Das ist direkt, glaube ich, warte. Das, was auf der ersten Seite direkt drauf ist. Die Taja, Ja. die Genau. Beschützerin. Genau. Und das Buch von der Brigitte Zimmermann, das hatte ich mir auch noch kommen lassen. Das habe ich jetzt auch, weil ich das auch schön fand, so kleinere Sachen jetzt auch für den Adventsmarkt zu machen. Dann hatte ich ja nochmal gekurbelt gehabt und Sachen fertig gemacht. Das ist ein kleiner Kinderloop. Das Also färbt da muss doch, die kam aus Wolle der oder Wolle. was? Bitte? Kommt die Farbe aus der Wolle oder hast du da irgendwie? Nee, das ist aus der Wolle. Ah, okay. Also, ja. Ich wäre auch schon so gern so weit wie ihr. Bin ich aber nicht. So, und dann habe ich dann hier auch so eine Wendemütze, obwohl das jetzt gleich ist, aber einfach für die Wärme, ne? Dass man das hier so reinmachen kann. Man kann halt eben auch nochmal so umschlagen, wie man es halt eben gerne möchte. Das hatte ich noch gemacht. Dann habe ich so mit den Farben experimentiert und einmal so. Und dann hatte ich ja dieses Tuch schon mal in die Gruppe reingesetzt gehabt. Ich muss aber jetzt noch mal mit den Ecken Ah, noch mal drüber langsam. dämpfen. Das ist Phönix. Ja, aber ich Ja. habe ihn abgeändert. Ich habe ihn Ja, das habe ich eben abgeändert. gedacht, sieht nicht genau so aus, wie ich im Kopf hatte. Nee, habe ich abgeändert. Aber hier mit diesen Ecken, da werde ich halt eben noch mal drüber dämpfen, damit die halt eben schön glatt werden. Ja, das Und macht beim Häkeln, kriegt man da auch noch mal viel hin, ne, mit dem Dämpfen. ja, dann habe ich ja hier diesen Baby Kapuzenschal gemacht. Ich habe hier so eine Kordel gehäkelt. Zeig's uns ein bisschen langsamer, dann kann die Kamera Ja. sich scharf stellen. So die Kapuze. Und hier habe ich dann so eine Kordel gehäkelt, die man dann so mit drei Maschen, wo man dann die Maschen von der Nadel runternimmt und dann immer wieder von vorne anfängt, wie so ein I-Cord, ne? Und hier dieses Muster. Weiß nicht, ob ihr das jetzt so ein bisschen sehen könnt. Kann man das Muster erkennen? Ja, wenn du es ganz langsam lang nicht bewegst, dann stellt sich deine Kamera scharf und sprechen. Ja, so, und da habe ich einfach, jetzt ist so ein Chenil da. Ich habe ja noch so viele Wolle vorher schon alles mal zugelegt gehabt. Dann habe ich hier an meiner Tasche weitergemacht, aber da bin ich jetzt, dass ich sage, das macht nichts für den Adventsmarkt, weil so viel Zeit und aufwendig wie das ist, das kann keiner nachher bezahlen. Also die wird jetzt für uns, aber nicht für den Verkauf. So, weil das ist einfach jetzt hier auch schön, wie ich das auch beim letzten Mal schon mal erklärt habe, mit die Masche aus der Nadel raus, dann hier einstechen, Faden holen und dann in der anderen Seite einstechen und dann durchziehen. Dann ist das von hier genauso wie von hier der Seite ganz flach. Das stößt, als ob man so einfach nur aneinander stößt. Dass man dann das, als ob man dazwischen gehäkelt hätte. Ja. Das ist ja auch vielleicht, Edith, eine Möglichkeit, die Grannys zusammenzunähen, Ja, zu häkeln. das geht super. Das geht echt super. Und dann habe ich noch was angefangen. Dann habe ich jetzt eine Mütze noch angefangen, die quer gehäkelt wird. Also quasi so. Und dass man sie nachher so trägt.
Und dann rolle ich nachher. Bitte? Eine Cross Cap. Also ja. Quer. Ja, genau. Und dann hier unten wollte ich nachher noch eine Runde mit halben Stäbchen noch, weil es alles mit halben Stäbchen gemacht wird, halt eben mit halben Stäbchen noch einen schönen Abschluss machen. Ja. Und was habe ich noch? Dann hatte ich ja diese Stirnbänder, die dann jetzt mit dem Twist, aber den Twist eingestrickt, sodass halt eben auf normaler Reihe, als ob man einen Zopf macht und dann ganz normal zu Ende gestrickt. Und dann habe ich das hier hinten zusammengenäht. Einmal so. Das ist Perlmuster, eins rechts, eins links gewesen. Und einmal den Twist in Kraus rechts und auch dann hinten so zusammengenäht. Schön, die sind schön. Kenne ich, habe ich. Bitte? Ja, habe ich auch schon gemacht. Ja, weil sonst hat man ja oft, wenn man den Twist hat, dass dann die Stirnbänder so zusammen und dann so ineinander gemacht werden. Und dann hier so zusammengenäht und dann gedreht, damit man den Twist hat. So, ja. Und ich fand das aber jetzt auch mal schön, dass der Twist wirklich eingestrickt ist und man eine andere Variante dann halt eben bekommt. Ich habe die auch extra was breiter gemacht, dass es wirklich gut über die Ohren geht, dass man da halt eben schön warm hat. Ja, und ich habe noch ein Projekt in Arbeit. Und zwar möchte ich, schaut mal, ist auch gekurbelt. Ups. Ich ziehe mal langsam hoch. Da habe ich wirklich für einen Strang habe ich auch fast ein ganzes 100 Gramm Knoll gebraucht. Und die habe ich dann auch hier in der Mitte mit den Fallmaschen zusammen gehäkelt. Könnt ihr sehen? Hier die Reihe. Hier. Da sind die Fallmaschen. Von dem einen und von dem anderen. Dann, um das zu verbinden, so wie die Silvia das bei ihrem Schal damals gemacht ja, hat, mit diesen Ecken. Ja, das hast du doch schon gemacht, genau. Ja, ja. Hat die Silvia so gemacht. Und das fand ich schon eine. Hast immer nur eine hin und her genommen, ja? Ja. Ja, ich habe ja gleich zwei Maschen fallen ich lassen. Ich habe zwei, ich habe auch zwei genommen. Ja? Ja. Ich habe dann immer gleich vier Fäden genommen und links und rechts und dann war das noch nicht so fein. Grober. Ja, ich habe mit zwei Fäden gemacht. Okay, ja. So, und dann ist das auch sehr jetzt von vorne aus. Ziemlich und auch von hinten ziemlich glatt. Man sieht, dass es da, ja, wie soll ich das sagen? So, wie so eine Art Reißverschluss, so sieht das ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier und, so eingefangen und bekomme. Was wenn machst so, du? Bleibt das eine Stola oder was machst das du? Das soll eine Jacke werden. Ah, okay. Also eine längere. Und ja, da es mir jetzt in den letzten Tagen aber selber nicht so besonders gut ging. Eine habe ich hier noch auf der Adi drauf. Ups. So, und die anderen Knäule liegen hier, wo man dann noch alles noch kurbelt. Und dann wollte ich die halt eben so zusammen, wie so ein Cardigan einfach machen. Dass man nachher mit der kleinen Adi, die hat ja das Christkind gebracht, ne? Mit der kleinen Adi, so einen kleinen Streifen dann kurble und den oben als Kragen und hier vorne als Blende so runterlaufen lassen möchte. Ah, okay. Ich bin mal gespannt, ob mir das dann so gelingt, wie ich mir das vorstelle. Und dann wollte ich halt eben mit der großen so kleinere Quadrate machen, als Tasche dann machen. Ah, okay, okay. Da sind wir alle gespannt. Wie viel Streifen brauchst du fürs Rückenteil? Ich würde mal sagen 5. Okay, dann geht es nicht. Wäre es eine gerade Zahl gewesen, hättest du oben können einen Schlitz lassen, so von 10 cm hinten im Rücken. Ja. Da legt sich ein Cardigan wunderbar. Einfach nur oben 10 cm offen lassen. Das arbeitest du wie dann so wie ein V, ne?
Genau, ist quasi ein Halsausschnitt und da könntest du dann auch deine Blende, die du noch nachträglich stricken möchtest, drumherum legen. Bekommt ein einfacher, guter Schnitt. Und Silvia, du hast es doch jetzt in der Maschenwelt 1 mit den Grannys auch gemacht, ne? Ja, Bei der grauen bei Weste. der grauen Weste, genau, ja. Ja, Da ja. geht das Vorderteil und Rückenteil, also hat also keinen Halsausschnitt, sondern geht durch und ist hinten nur ein Stück offen gelassen, genau. Genau. Ja. Ist ein ganz einfacher Effekt, der einen super Sitz bringt, als wie wenn du es bis hoch die Naht schließt. Also ich habe ja jetzt hier, ich meine, ich kann das mal anhalten nach oder mal ausmessen. Ich habe ja jetzt hier drei, ne? Aber ich glaube. Ja, das ist schon sehr breit. Vermutlich reichen da sogar zwei. Also vier, also Ja. zwei zur Hälfte. Aber jetzt hast schon alle zusammengehäkelt, ne? Ja. Ja. Gut, beim nächsten Mal. Ja, genau. Ist ja nicht so, dass man da nicht nochmal was anderes ausprobieren kann, ne? Aber wo jetzt, wie gesagt, heute dein Büchlein angekommen ist, muss ich sofort halt eben hier das mit den Muscheln und ein kleines habe ich auch noch ausprobiert. Ist ein kleines Lesezeichen. Ah, Mit so okay. einem kleinen Bommel unten dran. Gute Resteverwertung. Ja, genau. Ja, das war mein Werk, was ich bis jetzt geschafft habe. Ich habe ja hier bei den Tüchern, hat jeder Name eine Bedeutung. Das sind so nordische Namen. Und es gibt hier eben das Tuch Kari, die Aufrichtige, oder eben Alva, die Zauberhafte, Sanne, die Wahrhaftige. Also so hat jedes Tuch dann auch seinen Namen bekommen. Und ich dachte mir beim, eben als ich das vorbereitet habe, vielleicht ist das ab und zu ein Ideengeber für eine Freundin, wenn man so ein Tuch verschenken möchte, dass es eben gerade gut passt, die Astrid, die göttlich Schöne. So einfach, dass man sagt, das Das ist Passende ein sich Geschenk. raussucht dann für denjenigen. Genau. Oder die Madita, die kleine Perle, weil du für mich meine kleine Perle bist oder so, dachte ich einfach, jetzt kriegen jetzt alle so einen Namen und ich schreibe die Bedeutung der Namen mit dazu. Ja, Das. das ist eine tolle Idee, ja. Ja. Und hier das Muschelmuster lässt sich super schnell häkeln, ne? Also das geht wirklich gut von der Hand. Und da Ja, stand da schön. jetzt bei, dass ich glaube von 1,20 Meter, ne, bis 1,40 Genau. Meter Das Spannweite, dass bestimmst du man dann ja aufhört. selbst, wann du aufhörst. Ja, Genau. Die genau. Herausforderung war ja hier, dieses flache, dass man solche flachen Dreieckstücher hinbekommt, ne? Dass Ja. die zunahmen, dass das eben passt. Ja, das war die Herausforderung bei den flachen Tüchern. Und hier ist noch, habe ich es noch vergessen eben, das gibt ein paar Socken für meinen Enkel oder unseren Enkel. Hatte Yes. die Mama sich die Wolle ausgesucht und gekauft und hat dann gefragt, Mama, kannst du für Ricardo ein paar Socken stricken? Habe ich gesagt, natürlich. Ja. Und somit schließt sich der Kreis. Und Veronika, bist du wieder gut von Weil heimgekommen nach deiner Wochenendreise nach Basel? Ja, bin ich. Ich habe dich vorhin schon gelobt als am weitesten Angereiste. Ja, wir sind wieder zu Fuß zurückgelaufen. Oh, okay. Aber frag nicht, ich konnte nicht mehr stehen und nicht mehr gehen. Ja, das hatte ich Mir tat alles weh. auch. Wir waren der Meinung, ihr nehmt die Tram. Ja, aber die war so dermaßen voll. Von Okay. dem wir dann lieber gelaufen. Und Wie habt ihr viele Not gegen Kilometer seid ihr Elend gelaufen? getauscht? Bitte? Wie viele Kilometer seid ihr gelaufen? Ich weiß nicht, wie viele Kilometer sind es? 2,7. Es waren halt 50 Eine Minuten Strecke. hin und 50 zurück. Und zwischendrin noch das anstrengende Ja. Häkeltreffen. Dann ist man schon geschlaucht. Ja. Seid unten, Veronika, unten am Rhein entlang gelaufen. Ja, so ziemlich am Rhein. Ja. Große Stücke ist am Rhein entlang. Genau. Ja. Gut. Ja.
Irgendwie auch. Da hast du das Abendessen verdient, genau. So, ich zeige euch jetzt mal noch auf Kamera 2. Habe ich die schon an? Funktioniert sie? Genau. Ja. Ich habe ja ein Video eingestellt jetzt ja. gestern, falls ihr es gesehen habt. Da hat sich es um die Zunahmen gedreht vom Double Face. Ich habe schon für die Socken und die Armstulpen ja auch die gleiche Zunahmetechnik verwendet. Aber ich wollte eben für diese Serie vom Workshop, wo ich ja alles mit so dicker Wolle mache, damit man es eben richtig gut sehen kann. Einmal, jetzt stellt es sich scharf. Wollte ich es eben nochmal zeigen, damit man eben, damit es vollständig ist mit dieser dicken Wolle. Was ich jetzt als nächstes diese Woche einstellen werde, ist das Rippenmuster mit Double Face. Also da hat die Marion Kemper mir den Tipp gegeben, die hat auch getüftelt, dass sie bei den linken Maschen den Faden eben nicht nach vorne legt, sondern eben hinter der Nadel lässt. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier die fünfte Nadel habe. Nein, die ist mir abhanden gekommen. Aber ich zeige es euch mal, wie das gemeint ist. Ich werde es euch aber mit der dicken Wolle noch zeigen im Video, damit ihr es besser sehen könnt. Die rechten Maschen strickt man ganz normal, also so wie gewohnt. Die erste Masche rechts, die zweite Masche links. Und ich habe ja zwei rechts, zwei links gestrickt. Und bei der linken Masche, seht ihr, jetzt nehme ich eben nur eine Masche nach vorne. Einen Faden. Einen Faden, danke. Und jetzt die rechte Masche, die stricke ich jetzt hinter diesem Faden weg. Für die linke dann wieder nur den roten Faden nach vorne legen. Und die rechte hinten. So bleiben eben, so wechselt die Farbe nicht nach vorne. Was dann aber ist, so hier, man kann das dann eben auseinanderziehen. Ich werde jetzt noch ausprobieren. Ich habe dann ausprobiert, Marion, wenn ich hier Streifen mache, ob man dann, ob wieder eine Verbindung kommt nach vorne, kommt sie aber nicht. Ich werde jetzt mal noch ausprobieren, dass ich in diese Rippe, es spricht ja nichts dagegen, hier ab und zu eine Masche wieder in Grau zu stricken, ne? Dass man eben wieder die Farben mit nach vorne bringt. Ob dann ein Halt ist. Ansonsten wäre eben das Bündchen, ja, man könnte es quasi aufmachen. Ja. Es ist aber schön elastisch geworden, ne? Es ist wirklich, also man kann es wirklich als Bündchen verwenden. Es zieht zusammen und gibt einen schönen Abschluss auch für eine Mütze. Ja. Also ist eine gute Möglichkeit, einen Rippenabschluss zu arbeiten. Und ihr seht auch hier die Fehler, ne? Des Anfangs, die Anfangsgeschichten. Wenn man eben gewohnt ist, dass man bei den linken Maschen eben beide Fäden nach vorne nimmt. Dann kommen eben solche Geschichten dabei raus. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch da drauf einstellen, dass es das Rippenmuster auch als Workshop-Video geben wird. Das wollte ich euch zeigen. Und hier habe ich einen ganz kleinen Norweger Stern probiert, der ja nichts geworden ist. Man kann ich wollte gerade fragen wegen Muster. Genau, also man kann ihn nicht erkennen. Ne? Er soll,
Normalerweise geht er ja immer über drei Maschen und drei Reihen. Und weil ich nicht viel Lust hatte zum ewig da rumprobieren, habe ich den eben mal in kleiner gemacht. Aber Wenn du es jetzt ein bisschen länger ziehst, ne, kann man ihn besser erkennen. so geht es Ja. eigentlich, ne? Ja. Ja. Stricken ist halt auch immer ein bisschen Bescheiße. Ja. Ich würde sagen, dämpfst du einfach ein bisschen, dann sieht man das. Meinst du, dass es noch gut rauskommt? Naja. Vielleicht wäre es auch deutlicher. Es sind natürlich jetzt zwei extrem dunkle Farben, ne? Ja. Ja, aber das sieht ja super aus, roter Frau. Den auch gut. Ja? Ja. Okay. Dann, es geht ja nicht hier ums Muster, das ging jetzt einfach eben um die Rippen. Also das werdet ihr dann im Laufe der nächsten Woche, wenn es der Handwerker hat jetzt alle Fliesen weg und jetzt ist ab und zu wieder Ruhe zum ein Video drehen. Darf ich das bei der Socke schon so versuchen? Ja, kannst du versuchen, ja klar, ja. Vielleicht findest du auch noch eine andere Lösung. Ja. Ich habe schon zwei, drei. Ja. Du hast ja, im Prinzip ist es das Gleiche, wie du letztes Mal erzählt hast. Du strickst die eine Farbe auf der Vorderseite im Rippenmuster hoch und dann auf der Innenseite mit der Kontrastfarbe und kettest oben wieder zusammen ab. Und Genau. im Prinzip ist das im Moment so noch das Gleiche, ne? Man kann es ja auseinanderziehen. Und deshalb möchte ich es mal noch probieren, wenn man quasi das Bündchen bunt strickt, ob das Rippenmuster dann noch zur Geltung kommt. Probieren wir aus. Habt ihr dann noch Wünsche ans Double Face? Also es ist noch geplant für einen Workshop die verkürzten Reihen, die ich hier eben beim Stirnband angewendet habe in Double Face. Oh, cool. Und ich glaube, dann haben wir alle Techniken durch, oder? Was man so braucht, um auch ein Modeteil zu stricken. Heute hat mir eine in der Wuli Hacks Gruppe mich herausgefordert. Ja. Sie ist gespannt, wann der erste Babypulli kommt in Double Face und die erste Jacke. Aber wir hätten ja im Prinzip jetzt alle Techniken, um sowas zu machen, ne? Ja, und vor Ja. allem die Jacke dann mit dem eingenähten Reißverschluss. Ach Mit so, ja, dem genau. offenen, ja, also mit der offenen Mit der offenen Kante. Randmasche. Da Genau. macht ja der Pascal macht ja in Jahreskissen macht der ja einen offenen Reißverschluss rein ins Double Face. Okay. Damit der beidseitig. Also man braucht quasi einen Reißverschluss dafür, der sich auf beiden Seiten schließen lässt, einen Wendereißverschluss und oder ein zweiseitiger Reißverschluss. Ich weiß gar nicht, wie man es offiziell nennt. Und da arbeitet er dann mit einer offenen Randmasche. Ja, da haben wir die Technik auch. Ich muss mich von euch verabschieden, weil ich muss jetzt dann in den Nachtdienst. Ich wünsche euch noch einen schönen Noch, Abend. noch, noch ganz kurz, Birgit, bevor du gehst. Ja? Nächste Woche müssen wir den Mittwoch machen. Es ist Okay. nächste Woche Dienstag, ist hier Altweiberfasching und dann klingelt es laufend an der Tür oder es kommen, also ich weiß nicht genau, was los ist, aber wir machen nächste Woche den Mittwoch. Wir werden es auch im Newsletter schreiben und ich hoffe, dass trotzdem viele können. Ansonsten sehen wir uns dann eben in 14 Tagen wieder. Okay, alles klar. Wunderbar. Gut, Also dann dann, tschüss. tschüss, Tschüss. Rudi. Tschüss. Ja, ich wollte es nicht absagen und deshalb habe ich es jetzt eben, versuchen wir es eben mal mit verschieben. Das wird, denke ich, immer mal wieder vorkommen. Ich versuche es zu vermeiden, aber jetzt Ich ließ muss es. jetzt aber mal ganz doof fragen, also bei euch wird der Altweiber Dienstag gefeiert? Eben. Ja. Okay. Der Bei ist uns doch ist halt bei uns. Donnerstag. Bei manchen ist es am Donnerstag, gell? Ja, Ja, nächste Woche bei ist nur Donnerstag. donnerstags. Immer. Ja. Ja, die da oben, da,
Abendweihwasser. Die in den Karnevalshochburgen, ja? Ja, die feiern genau. Die sind da außer der Reihe. Düsseldorf, Köln, Aachen. Bei denen geht es doch noch das rund. Ja, wir wurden am Wochenende auch in Basel, war auch das Thema, dass wir können am 16. ist, glaube ich, in Basel großer Umzug. Am 19. fängt es an. Am 19. Ja, ist, ja, Wochenstreich ist am 19. Mhm. Okay. Am 19. Da ist noch Fastenzeit schon. Also, genau. Ich weiß nicht. Der Valentinstag fällt ja dieses Jahr auf den Aschermittwoch. Ja. Und da geht es in Basel dann bald schon richtig los, ne? Ja. Ja. Okay. Ja. Dann. Und wie lange ist dann in der Schweiz Fasching? Also in Basel sind es 3 Tage. Und das ist dann auch von Kanton zu Kanton verschieden, weil Basel-Land, die haben auch eine Woche vorher, also praktisch wie bei euch in der gleichen Woche. Aber es sind meistens ja so 3, 4 Tage. Kann man sich dann durchhangeln, dass er bis im April immer irgendwo Fasching ist? Basel ist die Beste. Bei uns nicht. Okay. Also bei uns ist die erste Gemeinde hat am 1. Januar Fasching, das Büren an der Aare. Und dann kannst du fast jedes Wochenende irgendwo Fasching feiern bis Basel, dann ist das die letzte. Okay. Bei uns war letztes Wochenende in Thun war Großfasching von Donnerstag bis Sonntag. Okay. Also ich meine, ich muss da jetzt mal so ganz doof fragen, ne? Also in Düsseldorf, der Fasching, der ist immer 6 Wochen vor Ostern. Weil dann nach dem Fasching fängt die Fastenzeit an. Ja, das passt, ja. Also deswegen verstehe ich das nicht, warum die Schweiz da irgendwas anderes macht. Wir machen das auch nicht so. Also daher ist ja die Ostern ist ja sehr, also ist ja Ende März, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also wir haben jetzt Samstag, Freitag und Samstag ist 2. und 3. Februar und dann haben wir, ich glaube am 10. ist nochmal ein Tag und dann am 27. ist dann mit Coverband bei uns. Okay. Am 27. Februar. Okay. Ja. Ja. Irgendwie so. Oder 22. oder irgend so, keine Ahnung. Und das hat noch was mit Fasching zu tun. Ja. Also Freitag ist großer Eintanz und Einmarsch und Samstag ist Zempern und abends wieder Tanz. Und du wohnst in Deutschland immer noch. Und die Andrea ist voll dabei beim Tanzen. Drum nein, nicht mehr, weil es sehr rechtsradikal geworden ist. Okay. Und da nehme ich nicht mehr dran teil. Das passt ja vom Datum her schon nicht. Also ich wundert mich jetzt, dass in Deutschland über den Aschermittwoch hinaus Faschingsveranstaltungen sind. Habe ich noch nie gehört. Aber das hat nichts zu sagen, dass ich gehört habe ich. Aber das ist mir jetzt auch neu. Ja. Nee. Dass über den Aschermittwoch hinausgeht. Und sind ja auch, wir haben auch manchmal, ist ja immer von Gemeinde zu Gemeinde, ne? Also jeder Ort hat extra Fasching. Mhm. Und diese Blaskapelle geht von Ort zu Ort und die kann ja nicht an jedem Ort gleichzeitig sein. Da haben wir auch manchmal noch Ende Februar. Okay. Dann erst anfangen mit oder im März noch Fasching feiern. Okay. Okay. Aber es hat ja dann. Herz-Aspend. Okay, das hat ja dann mit dem. Fasching wurde ja, um den Winter auszutreiben, ne? War ja der Urgedanke, oder nicht? Mhm. Ja? Ja, keine Ahnung. Ich gehe da sowieso nicht mit mehr. Okay. Bei mir geht das auch vorbei. Außerdem bin ich viel zu alt für sowas. Halten meine Nerven nicht mehr aus. Oh.
Mann, jetzt wollte ich hören, oh, so alt bist du doch noch gar nicht. Warte mal, ich sag nochmal, ihr habt dann nochmal einen neuen, ne, dass ihr nochmal einstellen könnt. Und außerdem bin ich viel zu alt. Nein. Ja, geht doch. Das heißt doch, du bist Weiberfastner. Ja, so seid ihr lieb, genau. Mache ich mit meinem Mann auch immer. Ich sage, nee, Schatz, falsche Antwort. Warte, ich frage mal. Warum hast du nicht so und so gesagt? Ich sage, warte mal, ich frage mal nochmal. Lacht er sich immer kaputt. Neue Chance. Ist ja gar nicht so schwer mit dir. Man bekommt nochmal eine Chance. Ja, na klar. Ja. So, jetzt haben wir hier noch ein paar, die wir heute noch gar nicht gehört haben. Von den Heide, du hast uns auch noch nicht gezeigt. Heide ist gerade weg. Heide, du hast uns auch noch nicht gezeigt. Dann warst du gerade Nadelsch. Aber sie ist gerade out of order. Elvira, Cornelia, ihr hört nur so zu, ne? Oder? Nee, eine Hand läuft nicht. Gut. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Hallo. Spät, aber doch. Na, diese Woche ist bei mir nichts passiert. Das heißt? Naja, ich habe das probiert, das Double Face. Also auf einem Plastik aufzuzeichnen und in diese App reinzugeben, aber ich habe es nicht hinbekommen. Okay, du hattest das letzte Mal, ging es darum, dass du ein Foto in deine App möchtest, ne? Ja, genau. Und jetzt da eben, weil das den Raster praktisch mitgenommen hat und bei der Zeichnung der Raster auch dabei war, ne, und die Decke dann übergroß worden ist, nicht das Format, das ich brauche, ne, sondern das wäre dann einmal 80 mal 80 oder so geworden. Sind so eine große Decke brauche ich nicht für 12 Monate. Ne? Ja. Ja, und jetzt habe ich es probiert, also eben auf einem Plastik mit einem wasserfesten Stift aufzuzeichnen und habe das dann fotografiert, aber das funktioniert auch nicht. Dominik. Und weil die eine gemeint hat, dass ich muss die Maschenprobe reingeben. Maschenprobe kann ich zwar sehr wohl reingeben, aber es ist eine Maschenprobe vorgegeben und wenn ich die nehme, dann wird es auch übergroß. Nicht? Und nehme ich aber eine andere Maschenprobe, die das also auf dem Etikett von der Charity steht, nicht? Dann versetzt sich das Ganze. Dann wird das nicht so scharf, also wie es am Bild ist, sondern dann habe ich irgendwelche Pixeln dort irgendwo drinnen. Was ist denn dein Ziel? Wie groß soll ein Quadrat werden? Ich nehme mal an, 33 mal 33. Warum nimmst du nicht das Zellmuster, das wir im Newsletter haben? Warum nimmst du, das ist ja fertig. Das Zellmuster habe ich eingegeben. Also ich kann nur entweder Zentimetermaß reingeben, die Maschenprobe und sonst gar nichts. Und warum nimmst du nicht direkt, warum strickst du nicht von diesem Zellmuster weg? Warum möchtest du dir ein eigenes Zellmuster machen? Ganz einfach. Ich habe das Zellmuster zuerst einmal von euch mal runtergeladen, beziehungsweise auf einen Zettel ausgedruckt. Ja. Und ja, wenn ich auf diesen Zettel schaue, ich habe Probleme mit meinen Augen, das habe ich letztes Mal versucht zu erklären. Ja. Ich sehe alles verschwommen. Ja. Und ich habe diese App dazu genommen, ne? Weil das sagt man ganz genau, es sind 23 Maschen so, eine Masche so, 24 Maschen so und so kann ich stricken. Kannst du aber nicht auf deinem Drucker scannen, dass du es größer machen kannst? Ich habe es auch größer gemacht. Ich habe es jetzt da vier Seiten breit ausgedruckt. Funktioniert auch nicht, weil meine Augen das verschwimmen. Okay. Ich sehe verschwommen, das ist mein Problem. Okay. Dominik, es gab doch noch eine App, nicht die Voltasia, die andere, wo du einzeln deine Projekte eingeben konntest. Wie hieß denn die andere App? Weißt du das noch? Ich habe erst eine gefunden, Zähl mich und eben die Voltasia. Ah ja, Zähl mich, ja genau. Zähl mich geht gar nicht.
Damit bin ich nicht gleichgekommen mit der App. Hm. Okay. Ja, aber. Und wenn du mal in einer Facebook-Gruppe fragst, ob da vielleicht noch einer einen Tipp hat für irgendeine App, wo man das machen kann. Ich habe mir jetzt ein iPad besorgt und da ist dann auch ein anderes App drauf, nicht? Nur allerdings auf Englisch, aber ich muss mir das erst genauer anschauen. Okay. Und wenn du Und dir das, und wenn du dir das Zählmuster oder irgendjemand das Zählmuster dir aufsprechen kann, so quasi wie wenn das eine App wäre, dass dann jemand sagt, was ich drei Maschen rechts und eine ja, da links. müsste jemanden, es also ständig zu Besuch sein. Ich lebe alleine. Und Warte du kannst mal. das ja aber auf. Achso, okay. Ja, Man ich könnte kann sie es nicht. aufnehmen. Im So. Copy Shop das vergrößern reicht nicht. Deshalb habe ich das Nein, richtig reicht verstanden. nicht. Das Dadurch, reicht. sobald ich einen weißen Zettel drunter habe, verschwindet das komplett. Ich habe es ja auch jetzt mit dem Grünen probiert, aber mir verschwindet das unter die Augen. Ich habe diesen grauen Punkt genau dort, wo ich hinschaue. Gibt es Farben, die dir helfen, die dir leicht fallen, wenn Ich sie auf versuche es drei gerade sind? herauszufinden. Ja. Ich versuche es herauszufinden, aber im Moment habe ich noch keine Farbe, die mir das Bild klar macht. Weil das wäre ja grundsätzlich kein Problem, ne? Die Farben entsprechend anzupassen. Wenn du da jetzt würdest sagen, lila auf weiß, seh ich gut. Das könnte man ja ändern. Ja. Also du brauchst im Endeffekt brauchst du die so eine englische Anleitung. Ja, Ne? Also so eine ich meine, Englisch kann ausgestellte ich zwar nicht, nicht, aber ich kann mal Anleitung. Nein, einzelne aber Wörter dann übersetzen, ne? nee, aber diese englischen Anleitungen sind ja dann zum Beispiel, also wenn man jetzt die haben in der Regel keine Strickschriften, sondern die sagen dann so jetzt. 10 Maschen in weiß und 2 Maschen in grün und Ja, genau. das kann geschrieben, Ja. also diese Sachen. Ja, Ich genau. Das habe ich gerade, das habe ich, so hat nämlich auch schon mal jemand gehabt, der hat dann genau. Reihe 1, 10 Maschen A, 5 Maschen B, dann wieder 3 Maschen A oder rot oder blau, wie auch immer. Also ich habe jetzt Aber auch wenn du ein alleine lebst, ist das ja schlecht, dass dir das eben auf eine. relativ kompliziertes Double-Face-Muster, gebe ich ganz ehrlich zu, habe ich mir das jetzt auch aufgeschrieben, weil ich mit den, also ich stricke sonst immer nach Strickschriften und ich habe es diesmal also wirklich gezählt und aufgeschrieben, wie viele Maschen ich in welcher Farbe wann wie stricken muss, weil ich sonst auch nicht hinkomme. Es wäre jetzt natürlich, du hast auch gar keinen sag ich jetzt mal, dem du das eventuell schicken könntest, der dir das einfach auszählt und dir das dann einfach aufschreibt. Das ist immer so eine Sache, ne? Mit Ja, Auszählen und die Aufschreiben. beste Lösung wäre ja, dass du autark bleiben kannst, dass du das selbst Ja. hinbekommst, ne? Ja. Am PC das Ganze so groß ziehen, damit du sehen kannst, hast du sicher schon probiert, oder? Ja, genau. Ja. Also wenn du, wo wir helfen können, ist mit den Farben, wenn du da eine Lösung hast, dass du uns sagen kannst, dunkelgrün auf weiß sehe ich super, das könnte ich dir einfärben, das wäre kein Problem, wenn es an den Farben liegt. Mit der Okay. Vultasia-App kenne ich mich leider gar nicht aus. Okay. Habe da auch noch eine Frage zu. Veronika, könntest du die ausdrucken oder abspeichern ohne die Linien dazwischen, sondern nur mit Schwarz-Weiß? Ich glaube, dann müsste die Vultasia-App das vielleicht können. Silvia, Ohne Raster. Ohne Raster, genau. Ohne Linien, das kann ich machen, ja. Also wirklich nur die Farben, nur Farbkästchen. Ja, ohne Ja, genau. Linien. Das So wie ich kann es ich. praktisch aufgezeichnet habe, ne? Ja, genau so. Das Mail Ja. habe ich versucht, der Veronika zu schicken, aber ich glaube, das ist irgendwie daneben gegangen. Ist nichts gekommen, ne? Ja. Gut. Wahrscheinlich das Falsche angeklickt.
Hast du die Möglichkeit, mir eine Mail zu schreiben? Ja, natürlich. Also, dann schreibst du mir eine Mail und schreibst Evelyn und großes Zählmuster. Ich brauche sowas als Gedankenstütze, dann, Okay. damit ich, wenn Silvia, kannst du mir das Zählmuster als EPS-Datei schicken, da kann ich das Raster rausmachen. Und Kannst dir auch ohne Raster schicken oder ist dir die EPS lieber? nee, wenn du, ich wollte dir jetzt nur nicht zu viel Arbeit machen. Wenn du es mir ohne Raster schicken kannst, dann kann ich es der Evelyn weiterleiten. Ja, kann ich machen. Dann versuchen Übrigens, wir das mal das mit wäre echt einem super, Zählmuster. danke. Ja, probieren wir es mal mit einem Zählmuster, ob es klappt. Und wenn wir dann wissen, wie es geht, ist das ja für die nächsten dann kein Problem, ne? Wenn das dann die Lösung für dich wäre. Das wäre super, danke sehr. Ja. Das probieren wir aus. Genau. Ja. Ja. Gut. Ja, dann sind wir durch. An die Neuen kommt er wieder. Ja, auf jeden Fall. Ich ja. Ich auch. Ich versuche es auch wieder. Schön. Also Ich den. melde mich ab für nächste Woche, Weil weil ich mittwochs bin ich am Arbeiten bis um 8:30. okay. Und dann weiß ich noch nicht, wann ich zurück bin. Alles klar. Ja, schau, Dann es ist um 9 vorbei. genau. Schauen wir mal. Dass sie uns dann noch winken. Genau. Genau. Irgendwann müssen wir ja nach 12 Monaten das Jahresdeckenlied im Kanon singen, ne? Boah. Ich habe jetzt noch eine Frage. Marion, du hattest gesagt, wir sollen dir noch mal die Fotos davon schicken unter dem einen Facebook-Eintrag. Ist das richtig? Und geben wir denn damit dann auch direkt die Einwilligung, dass du das benutzen darfst? Mittlerweile gibt es in der Facebook-Gruppe ein Album. Aber wenn ich Okay. ein Foto benutzen möchte, frage ich denjenigen nochmal extra nach. Ach so, okay. Also, Gut. wer da was posten möchte, ich klaue da keine Fotos oder so, sondern Nee, ich will fragen. ich wollte ja, dass du die klaust, aber. Dann weiß ich bei dir Bescheid. Frage ich dich nicht. So. Ein rundum okay. Die Babsi hat am Wochenende einen splitternackten Mann am Ufer fotografiert. Ja, Andrea, Mund zu. Wo ist das Foto? Ich hab's. Hast du es oder hast du es nur gesehen? Ich hab's. Ja, warum ist das nicht da drauf? Ja, genau. So Genau, geht das nicht. Weil wir ein Einmal mit jugendfreier Profis. Kanal sind. Einmal Bitte? mit Profis. Ja, eben, das Genau. Beste, das zeigt sie wieder nicht, ne? Ich hab der Babsi geschrieben, bis wir die Nadeln fallen lassen, muss was anderes kommen. Ja, irgendwie. Nein, sowas dürfte ich natürlich nicht machen. Ein Foto posten. Mal Nein, vor. das ist klar. Da muss ich auch erst fragen, ob du fotografieren. Du darfst ja keine fremden Menschen fotografieren. Für einen Kannst du mir per Privatgebrauch darf Messenger man das schicken? schon, wenn er sich öffentlich ans Ufer legt in Basel, wo Schiffe Ja. durchfahren, muss er ja mit rechnen. Nur was man dann nachher mit den Fotos macht, Ja. wir haben es ja nicht öffentlich in eine Zeitung gestellt. Es war nur fürs Privatvergnügen, gell, Babsi? Also, Ach, Veronika ein Vergnügen. du Das ist bekommen, ne? ein ernstes Mal. Also ich habe gefragt und er hat nicht widersprochen, also kann ich nichts Okay. dafür. Gehört die Frage. Genau, gut. Ja. Das war dann das Schlusswort zum nackten Mann. Also, ihr Lieben, denkt dran, dass wir nächste Woche das am Mittwoch machen. Die Marion schreibt sie Newsletter. Ich weiß nicht, kennt sich jemand mit Zoom aus, dass ich so am Dienstagabend könnt hier sowas hinterlegen, dass wir uns morgen treffen? Für alle, die das nicht mitbekommen, gibt es die Möglichkeit? Keine Ahnung. Bei Also, Twitch ja, aber bei Zoom keine Ahnung.
Also die gibt es bestimmt. Ich lese mich rein und versuche das dann, falls eben jemand, der heute Abend nicht da ist, es nicht mitbekommt. Ja, gut. Also dann, bleibt gesund, trefft gute Entscheidungen, macht an Fasching nicht zu wild, aber macht, was euch das Leben machen lässt. Ja, auch. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.